Und der mechanische Verschluss, vielleicht nur ganz kurz, wie funktioniert das? Der Sensor sammelt Licht. Dieses Sammeln muss aber irgendwie beginnen und enden. Und aus dem Grund besteht der mechanische Verschluss aus zwei Verschlussvorhängen. Das heißt, der erste Verschlussvorhang startet, der zweite Verschlussvorhang beendet den Belichtungsvorgang. Technisch gesehen handelt es sich um zwei Sätze von Lamellen, aber jeder Satz hat quasi mehrere Teile. Und ihr habt sicher schon gehört, erster oder zweiter Verschlussvorhang beim Blitzen. Wie funktioniert das jetzt mit dem mechanischen Verschluss? Die Lamellen bewegen sich mit hoher Geschwindigkeit und halten am Ende abrupt an. Also wir reden jetzt auf einem sehr hohen technischen Niveau. Und mit ihrer Bewegung quasi kann eben sein, dass die Kamera leicht ins Schwingen kommt. Und da kommt es eben zu mikroskopischen Verwackelungen, besonders bei hohen Auflösungen. Ihr habt sicher schon gehört, wenn man jetzt eine Kamera hat, die vielleicht 50 oder 60 Megapixel hat, ist das ein relevantes Problem. Und natürlich ist auch die Bewegung des Verschlusses, ist die Anzahl der Bilder pro Sekunde begrenzt. Und der elektronische Verschluss, das Problem ist eigentlich, schön wäre es, wenn man den Sensor einschalten könnte und nach der Belichtung wieder ausschalten könnte. Und dann könnte man die Anzahl der Photonen, die quasi auf jedes Pixel treffen, auslesen. Das funktioniert leider noch nicht, aber CMOS-Sensoren lesen das Bild zeilenweise aus. Man könnte auch sagen, diese Zeilen werden gescannt. Und während der mechanische Verschluss die Belichtung in ungefähr einer 200. Sekunde abschließt, braucht er die Elektronik ungefähr 30. Sekunde. Je neuer die Kamera, umso besser und umso schneller. Und ihr habt es vielleicht schon mal gehört, da gibt es den Cello-Effekt. Das heißt, wenn die Kamera bewegt wird oder wenn sich das Motiv bewegt, dann gibt es eben diese Verzerrungen, das auch bei Videos auftreten kann. Und ganz berühmt ist der Rolling Shutter-Effekt. Den sieht man auf der rechten Seite, wo quasi dann beim elektronischen Verschluss es vorkommen kann, dass es diese Art von Verzerrungen gibt. Dasselbe Problem kann auch bei Leuchtstoffröhren und LEDs auftreten. Das heißt, wenn so zeilenweise belichtet wird, kommt es einfach zu Abdunkelungen. Was ist der Vorteil vom elektronischen Verschluss? Der verursacht keine Vibrationen. Ich kann sehr viele Bilder pro Sekunde machen und der ist völlig geräuschlos. Und das ist ja auch in den neuen Systemkameras überall eingebaut. Und jetzt gibt es aber noch einen elektronischen Verschluss mit dem ersten Verschlussvorhang. Das heißt, die Belichtung wird elektronisch eingeleitet und mit einer mechanischen Lamelle beendet. Dann kann quasi der Sensor im Dunkeln die Photonen auslesen. Wenn Sie mal googeln möchtest, Electronic Front First Curtain Shutter. Jetzt haben wir quasi das Problem mit den Vibrationen und des langsamen Scannens beseitigt. Aber es ist noch immer nicht alles rosig. Unter Umständen kann es bei sehr kurzen Verschlusszeiten zu einer ungleichmäßigen Ausleuchtung kommen. Und diesen elektronischen ersten Verschlussvorhang gibt es auch in Spiegelreflexkameras. Welchen Verschluss sollen wir jetzt verwenden? Der mechanische Verschluss wird immer dann verwendet, also wenn ich relativ lange Verschlusszeiten habe und ganz kurze Verschlusszeiten, bei Blitz natürlich, und es ist kein geräuschloses Auslösen mit dem mechanischen Verschluss möglich. Und wenn ich den elektronischen Verschluss habe, habe ich also die völlige Geräuschlosigkeit und die maximale Anzahl an Bildern. Ihr müsst im Menü von eurer Kamera nachschauen, das ist jetzt zum Beispiel EOS R6, da seht ihr dann auch, wo man das einstellen kann und die ganzen Limitationen. Ich habe hier, also nochmal ganz kurz, eine Seite von dem Canon Handbuch kopiert, einfach mal nachschauen und dann werdet ihr sehen, was da bei eurer Kamera möglich ist. Und wer eine Spiegelreflexkamera hat, hat keinen elektronischen Verschluss, also der wird diese Einstellungspunkte nicht finden. Doch jetzt genug der Technik. Ich übergebe jetzt gleich einmal an den Herbert Raffald, der heute aus Weißenbach in der Ramsau, also in der Nähe von Schladming zugeschaltet ist. Hallo Herbert, du kannst einmal gleich in Action treten, bitte.
So, Herbert, du musst nur die Lautstärke einschalten, weil ich glaube, ich hab die leise geschaltet. So, schauen wir mal, wo ist er, der Herbert? Herbert? Ja, genau. So. Das muss ich ihm. So, ich muss ihm. Wo ist die Anforderung? Ich schaue gerade, wo kann ich den Herbert? Das ist bei der Sicherheit. Ja, ich bin wieder da. Ja, wunderbar, Herbert. Wunderbar. Bei mir hat sich jetzt zu mir aufgehängt, aber jetzt bin ich wieder da. Warte, ich schalte gleich mal ein Spotlight-Video. Herbert, wie ist bei dir die Lage jetzt in der Ramsau? Du bist ja Tourismusfotograf, Bergfotograf. Wie war der Herbst jetzt bei dir? Ja, ich hole noch weiter aus. Der Sommer war ausnehmend gut. Also die Besucherzahlen waren unglaublich und es war toll zum Unterwegs, war ein sehr lebendiger Sommer. Dann im Herbst abrupt ruhig geworden, aber wir haben einen unglaublich schönen November gehabt und es war ja nicht explizit, also jetzt verboten zu wandern. Im Gegenteil, ist sogar da aufgerufen worden und jetzt war ich fototechnisch extrem viel noch im November unterwegs, kein Schnee. Und südseitig hast du also locker bis 2.500 Meter aufgehen können. Und dementsprechend war dann auch noch die Fotoausbeute, also über ein paar schöne Touren machen können. Aber du arbeitest ja, glaube ich, an einem neuen Buch über Nationalpark Hohe Tauern, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ich nehme mir an, dass heuer auch ganz eine tolle brennende Lärchen waren, weil es war ja die Laubfärbung war ja heuer sehr, sehr gut. Genau, das Buch hat mich also ziemlich beschäftigt. Gott sei Dank, jetzt habe ich von diesem ganzen Corona-Spektakel wenig gespürt. Ich bin viel am Computer gesessen, jetzt auch noch mit der Nachbearbeitung. Und zuvor habe ich noch die letzten Bilder geholt, Herbstbilder, wie du richtig sagst, da in Osttirol, die Zirbenwälder. Also das war richtig schön, also fantastisch. Und da war ein schöner Herbst, ich weiß immer nicht, mit was das genau zusammenhängt, mit viel Trockenheit oder mit viel Regen, wie auch immer. Aber die Lärchen haben wunderbar geleuchtet und das war eine schöne und sehr intensive Zeit, jetzt noch im Oktober vor allem. Na, und das Interessante war ja auch, dass heuer ja das Wetter auch so extrem schön war. Gell? Es war der Wetterbericht, war ja auch traumhaft. Genau, es war wirklich schön und ich war gerade letzte Woche noch im Gseis unterwegs und ja, nordseitig eisig teilweise, rutschig, halbwegs rutschig, nicht extrem, aber südseitig hast du also unglaublich bewegen können und vor allem, was mich begeistert hat, die Luft war extrem trocken, eine Fernsicht zum Niederknien und die Konturen, Bergkrate waren zum Auszerschneiden, also wir bei so einem Basel, das war unglaublich schön. Also das heißt, selbst für dich, der du viel in den Bergen unterwegs bist, hast du heuer Motive bekommen, die du so in der Form noch nicht gesehen hast. Ja, dieses Phänomen begeistert mich sowieso schon seit langem, dass ich immer wieder aufs Neue viel Neues finde, begeistert bin und immer die Situation sich verändert. Und bei unseren Kursteilnehmern, Karl, du erinnerst dich, hören wir oft diesen Satz, ja, ihr habt das eh schon 100-fach fotografiert oder noch öfter und seid immer wieder da, als wenn es das erste Mal wäre. Und genauso geht es mir immer, wenn ich auch in meiner Heimat unterwegs bin, dass ich Dinge wieder neu sehe, die Situation ist neu. Heuer waren es eben diese trockenen, schönen Tage. Also ich bin dankbar dafür, dass mich diese Begeisterung fürs Fotografieren nicht verlässt. Jetzt muss ich vielleicht noch ein bisschen was sagen. Ich habe mal nachgeschaut und wir haben ja, den Herbert kenne ich eigentlich von den Tiershows, da haben wir ein paar Mal geholfen, das war 2005, 2006. Wir haben 2009 den ersten Kurs gemeinsam in der Ramsau gemacht und das sind viele gefolgt und eine sehr, sehr, eine tolle Freundschaft und natürlich auch viel Zusammenarbeit und du hast uns ja ein paar Bilder mitgebracht, Herbert, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, was wir ausgemacht haben. Genau, ich habe ein paar Bilder mitgebracht und da können wir jetzt gerne mal reinschauen. Und versuche jetzt einmal aufzumachen. Ich habe es auch Fotocafé genannt, diesen Ordner, dass ich es gleich finde. Und es sind ein paar Bilder, wenn ihr Lust habt, liebe Teilnehmer, dann können wir da gerade mal drüber schauen und vielleicht darf ich ein paar Gedanken oder Erinnerungen einfließen lassen bei den einzelnen Bildern. Vielleicht ist für den einen oder anderen
was Interessantes dabei. Zum Beispiel bei diesem Bild, ich hoffe, dass alle sehen können, das ist der Gipfel des Dachsteins. Was man sehen kann, ist, dass es sehr winterlich ist, dass eine dicke Nebelsuppe die Tallagen bedeckt heute bis auf ein sehr hohes Niveau herauf. Was man nicht sehen kann, ist, dass es bitterlich kalt war. Es hat minus 19,5 Grad gehabt. So hat man das zumindest der Pistengerätefahrer am Gletscher gesagt, laut seinem Computer. Und ich habe ein Lehrstück bekommen an diesem Tag. Ich bin da aufgefahren mit der Bahn zur Bergstation auf 2,7 und es war so kalt, dass ich mir gedacht habe, das lasse ich heute. Also, da kannst du eh nicht fotografieren und da kommt keine große Freude auf. So ist es mir auch schon gegangen, wie ich unten im Tal aufgestanden bin und bei der Tür ausgegangen bin, eine dicke, feuchte Nebelsuppe, weil ich mir gedacht habe, also das ist kein Fotografiertag. Hätte ich nicht die Information gehabt, dass es oben wunderschön ist, dann hätte ich diesen Tag schon beim Weggehen abbrochen und das zweite Mal an der Bergstation der Seilbahn. Und dann sind, das war mein großes Glück, diese zwei Freunde, die man da im Bild sieht, nachkommen. Und ich habe gefragt, was sie machen. Also sie gingen am Dachstein auf und sage, ja, ist eigentlich nicht zu kalt, gell. Wenn man sich bewegt, dann habe ich mir gar nicht sagen traut, dass ich da überlegt habe, als Weichei in der Bergstation zu bleiben. Jetzt bin ich da brav hinten nachgeschaffelt und habe eines für mich eindrucksvollsten Dachsteinbilder machen dürfen, weil diese ganze Gipfelszenerie war wie so eine riesige steinerne Insel über einen endlosen Meer aus Nebel und Wolken. Ich habe die beiden da natürlich positioniert, vorne schön freigestellt neben dem Gipfelkreuz. Und letztlich bin ich über das Bild sehr, sehr glücklich und das hat mir gezeigt, na, manchmal muss man vielleicht den inneren Schweinehund überwinden und einfach losmarschieren. Und das nächste Bild, das ich euch zeigen möchte, ist ein typisches Bild aus meiner Heimat und das Bild ist oben auf der Reiteralm entstanden. Ein Bild, wie ich es heute so oft erlebe bei dieser Rundwanderung. Selten erlebe ich aber diese Form der Wolken und das hat dieses Bild zu einer zu einem ganz Besonderen gemacht. Also wenn man sich diese Wolke über dem Fotografen anschaut, das ist das, was mich begeistert beim Fotografieren. Es heißt ja oft das Malen mit Licht und Schatten und das ist hier umgesetzt. Und es, wenn man das zu dem Bild dazu sagt, glaube ich, versteht man das Malen mit Licht und Schatten. Ich bin da gestanden, auch mein Motiv da gestanden. Ich habe warte mal ein bisschen, bis ein Schatten über diesen Berg oder über diesen Gipfel oder diesen heraus modelliert oder diesen wegpinselt. So lange haben wir gewartet. Zuerst war der Dachstein, der rechte von diesen drei Gipfeln im Schatten. Geht natürlich nicht. Dann haben wir noch ein bisschen gewartet. Und dann habe ich die Person auch wie beim vorigen Bild freigestellt und habe ihm Raum gegeben und ihn auch deswegen dort hingestellt, um dieses Größenverhältnis darzustellen. Und plötzlich wurde aus einem Motiv, wie es millionenfach abfotografiert wurde oder ich schon oft gesehen habe, ein besonderes wegen dieser außergewöhnlichen Wolken, die da im Hintergrund waren. Und ich werde oft einmal gefragt, ja, schönes Bild. Und ich muss aber dazu sagen, dass ich ja das große Privileg genieße, als Bergführer, Fotograf, sehr viel unterwegs zu sein, praktisch jeden Tag fast. Und dann passieren halt die einen oder anderen Aufnahmen. Das ist weniger mein Verdienst als vielmehr dem Umstand geschuldet, dass ich eben zur richtigen Zeit am richtigen Ort dann war. Natürlich weiß ich genau, dass ich oft nicht dort war oder zu spät oder es ist schon vorbei. Aber an dem Tag ist es halt gelungen und deswegen freut mich dieses Bild ungemein. Nicht, weil es fototechnisch eine große Herausforderung ist, sondern weil die Natur das einfach so geschenkt und vorgegeben hat. Andere Bilder wiederum, die sind vielfach entstanden bei unseren Fotoworkshops, die eben wieder Karl Füsselberger schon gesagt hat, eingangs, uns verbindet ja schon eine langjährige Freundschaft und immer wieder bieten wir auch so Fototage an. Es sind ja einige dabei, die da schon dabei waren und mehrfach dabei waren. Andere Bilder eben wie dieses, die sind dann gestellte Bilder, was ja nichts Schlechtes ist, aber die muss man halt dann auch inszenieren, wie diese
Dame, die wir da mit einem Reflektor ausgeleuchtet haben. Und ein sehr knapper Ausschnitt prägt dieses Bild. Und der Dame haben wir dann eben auch noch gesagt, sie muss die Hände flach halten. Sie soll die Hände nach oben bewegen, dass eben diese Spritzer auch entstehen. Und das hat sie ein paar Mal geübt. Man sieht es an ihrem nassen T-Shirt. Und ich finde, es ist ein es entspricht genau der Stimmung, die wir da oben erlebt haben, aber so im Vorbeigehen würde dann so ein Bild eben nicht entstehen. Da muss man dann schon ein bisschen nachhelfen oder auch Regie führen, Personen da mal kurz hinstellen. Ich finde, es ist effektiver, als wir hunderte Aufnahmen zu machen und keine passt dann wirklich als Gescheiter, wie ein Maler mit seiner Staffelage hingeht, das Ganze vorbereiten und dann ein paar wenige Klicks und dann sollte das funktionieren. Natürlich setze ich dann voraus, dass das handwerkliche Know-how mit der Kamera umzugehen, dass das halt dann auch stimmt, dass die Belichtung dann richtige ist. Aber ich schätze das Bild sehr, weil es so warme Form hat, weil die Dame da von Haus aus ein sehr hübsches Mädel, aber sie ist sehr schön ausgeleuchtet und finde ich halt dann sehr stimmig. Da habe ich ein ähnliches Bild, ist wieder anders aufgebaut. Ich tue gerne mit Menschen fotografieren und ich sage bewusst nicht Models, weil mir der Begriff Models, dann, das sind professionelle Darsteller, da geht der Schuss meines Erachtens manchmal nach hinten los und die sind dann gar nicht mehr so Menschen wie du und ich, die sehr aufgestylt und das ist mir oft schon zu viel. Und ich bin immer ganz verwundert, wie Teilnehmer oder Menschen, die ich dann auch kenne, ein Bild dann sich richtig dann entfalten und Freude daran haben. Und diese Freude geht dann auf ein Bild über. Also es muss nicht immer diese Model-Gesicht, wie man es aus Magazinen kennt, abgesehen davon, dass dieses Mädel, die Katrin, sehr, sehr hübsch ist. Aber wichtiger ist diese Freude auch oder dieser Spaß an diesem Fotoshooting, das hängt dann auch natürlich vom Fotografen ab, da möchte ich das gar nicht abstreifen, aber wenn die Stimmung passt, dann entstehen eben Bilder, die meines Erachtens dann sehr lebendig sind. Dass sie funktionieren von der Technik, davon gehe ich jetzt einmal aus, dass man die richtige Einstellung macht bei der Kamera, dass man einen knappen Ausschnitt wählt, wie in diesem Fall, dass man einen Aufheller dabei hat, wie in diesem Fall, das setze ich dann voraus. Aber so, ich glaube, Herbert, was ja auch eine deiner Stärken ist, einfach die Kommunikation mit den Menschen, einfach wie man mit denen redet und dass man da halt einen guten Draht findet, so auf der Bauchebene. Ja, so wie deine auch, du siehst ja, und ich glaube, das ist eine Stärke unserer Kurse auch, ohne dass ich uns jetzt da Honig ums Maul schmieren möchte, auch natürlich, aber ich glaube mir, die Stimmung in unseren Kursen, der Spaß, der dann dabei aufkommt, das ist ganz was Wichtiges und in den Bildern auch zu spüren. Wenn du jetzt eine statische Landschaftsaufnahme machst, da brauchst du nicht viel dazu sagen. Aber mit Menschen zu arbeiten, wie du sagst, das erfordert ein bisschen ein Fingerspitzengefühl, aber viel mehr noch die Freude an dieser Arbeit. Da hast du schon recht. Also da gebe ich dir hundertprozentig recht. Die Aufnahme, die wir jetzt sehen, da vor der Dachstein Südwand, am Gletscher um diese zwei Tourengeher, die zeige eher deswegen, weil das von der Aufnahme her, das erscheint so, ja, die gehen da auf und dann machst du 2, 3 Klicks und dann hast du dieses Bild. In Wahrheit habe ich genau gewartet, dass die beiden vor diesem hellen Schnee aufwärts gehen, dass sie beide eine Schrittstellung einnehmen, dass nicht einer ausschaut wie ein Müllsacki oder dass er als Tourengeher identifizierbar ist, dass er freigestellt ist vor dem hellen Hintergrund, dass er am Weg Richtung Dachstein ist. Die beiden könnten womöglich jetzt auch links unten im Schatten gehen, wo sie unsichtbar waren oder die Dachstein schon hinter sich haben. Ich glaube, das wäre alles nicht die gleiche Wirkung, als wenn sie direkt auf diese Südwand zugehen, auf diese sonnendurchflutete Südwand. Dieses Bild ist zwar Winter und kalt, aber es ist gleichermaßen auch sonnig und warm. Und ja, das ist, glaube ich, das, was
einen Knipser dann von einem Fotografen ausmacht, dass er sich Gedanken macht, was passiert bei diesem Bild, was sieht der Zuschauer, wie kann er dieses Bild erleben, und vor allem ist das Bild auf den ersten Blick dann auch lesbar. Erklärt sich dieses Bild von selber oder muss ich da, der Karl hat ja immer, richtet sich jetzt an die Teilnehmer, der Karl hat immer diesen schönen Spruch, der ist für mich so prägend. Es wird ja oft ein Foto gemacht und dann erklärt der Fotograf, naja, ich hätte eh gern diesen Telegrafenmasten weglassen, aber er hat halt, der war halt einfach da im Bild drinnen. Und dann sagt der Karl immer gerne dazu, ja, das muss dann als Entschuldigung beim Bild unten hinschreiben. Ja, das ist so eine Situation. Wenn das Bild fertig ist, braucht sich der Fotograf nicht mehr rechtfertigen. Also alles, was dann nicht so funktioniert oder an dem Bild nicht so gut ist, das musst du halt dann auf deine Kappe nehmen und nicht mehr lang erklären, dass dieses oder jenes. Letztens habe ich einen gesehen, ich gesagt, im Vordergrund ist unscharf, weil ich habe bewusst die Schärfe auf hinten gelegt. Naja, eigentlich sollte ich das nicht mehr erklären müssen. Wenn das denn so ist, dann wird es das Bild wohl selber erklären. Apropos Schärfe, wir haben hier eine Makroaufnahme, Almrausch, und da ist es eben auch wichtig, und auch das ist Handwerk und technisches Verständnis, dass man diese Blätter unten plus oben, also die roten Knospen oder wie man den Almrausch selber, dass man die auf eine Ebene bringt. Dann passiert es eben nicht, dass hinten unscharf ist oder vorn scharf ist, außer es dient der Gestaltung. Aber in dem Fall hat mir das gefallen, dass oben und unten das gleich scharf ist. Und da muss ich eben auch mit der Blende arbeiten, kann ich nicht ganz offenblendig arbeiten, weil sonst die Schärfe eben zu eng liegt. Und ja, das sind alles diese Schritte, die man dann, weil ich mich ja oft frage, ja, bei so einem Fotokurs, was erklärst du und um was geht's da? Das sind die Schritte, aber ich glaube, das brauche ich in diesem Forum jetzt nicht näher erklären, aber das sind diese kleinen Feinheiten. Aber Herbert, ich glaube nämlich ja zum Beispiel gerade mit der Blende, dass man nicht immer komplett die Blende öffnet oder auch die anderen Leute immer mit Blende 22 fotografieren. Das sind zwar so Evergreens, weil man kann das gar nicht oft genug hören, und wenn man dann auch sieht, dass der Bildlook einfach anders ist. Ich glaube, das ist auch immer ganz, ganz wichtig, dass man das halt nicht vergisst. Genau. Und ich glaube, das ist ja bei unseren Kursen auch ein ständiges Wiederholen, dass man mit der Blende spielt, also mit der Schärfe, dass man die variiert. Ein Porträt schaut anders aus wie eine Landschaft. Ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel, aber gleichermaßen eben auch die Verschlusszeit. Ich war beim Kordl, also mit einer Gruppe auch an der Weinstraße in der Südsteiermark, und wir haben auf dieses typische Herzerlobby geschaut, wo die Straße eben so eine Herzerlform führt. Es ist eigentlich an der slowenischen Grenze, beziehungsweise eigentlich ist schon in Slowenien. Und um dieses Herz sichtbar zu machen, haben sie der Karl und ich überlegt, wie macht man das? Dieses Bild ist auch millionenfach abfotografiert worden. Und dann haben wir keine Mühen gescheut, das müssen wir der Stelle auch zugeben, ist aber natürlich absolut geheim, diese Information. Wir haben ein Auto da durchgeschickt, das da durchfährt, und damit sind eben diese Langzeitbelichtung, diese Lichter sichtbar geworden. Das ist das Spiel mit Verschlusszeit, mit langer Verschlusszeit, wie auch beim Sportler, beim Mitziehen und so weiter oder beim Einfrieren, je nachdem, wie das Endprodukt dann sein soll, sind das die Gestaltungsmittel, die ich an der Kamera habe. Und da muss ich auch dazu sagen, du kannst noch so lange fotografieren, wie es bei mir das Beispiel ist. Es passiert dann immer wieder ein Klassiker, ein Fehler. Herbert, ich würde mir ganz gerne zur Herzogstraße eine Kleinigkeit sagen, gell? Ja, bitte. Gehst du nochmal zurück, bitte? Und was da nämlich interessant ist, da haben wir dann gestoppt, in etwa wie lange das Auto fährt, das waren so 50 Sekunden. Und dann haben wir rückgerechnet, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt einen Neutral-Dichte-Filter, einen 16er, damit wir sozusagen genau diese Verschlusszeit bekommen. Das heißt, wir haben dann gesagt, okay, wir hätten gerne Blende 11, eben diese lange Verschlusszeit, die ISO waren schon ganz unten. Das heißt, wir haben da jetzt eigentlich umgekehrt berechnet, damit wir hier einfach das Foto kriegen. Und was auch noch interessant war, da war ein Fotograf aus Indien. Also das war sowieso ein Wahnsinn, was da für Verkehr war. Und da haben wir die Leute direkt ein bisschen, also da haben wir uns ordentlich breit gemacht, sonst wären wir gar nicht zum Fotografieren gekommen.
Das stimmt, ja. Aber, Karl, was mir gefällt, manche Bilder, die schauen dann aus, als wenn sie ja hochtechnisch, hochprofessionell vorbereitet wären und dass da ein irrsinniger Aufwand betrieben wird. Aber letztlich, wie du sagst, haben wir einfach das Behirn, wie lange wird der mit seinem Auto durchfahren, was braucht man für Belichtungszeit und einfach so ja aus der Hand da aus entschieden, weil es oft gar nicht, wir hätten dort nicht groß eine Technik aufbauen können, geschweige denn Straße sperren. Das Nein. muss dann schon alles auch schnell passieren. Aber es passiert, wenn man sich ein paar Grundgedanken macht. Ich glaube, das ist eher so das Problem, dass die Grundbesitzerin schon irrsinnig böse ist, wenn die Leute dort drüber rennen, auf die Tisch raufsteigen. Und wir haben dort, ich habe dann 2 Flaschen Wein gekauft und eine Jause, damit die auch ein bisschen ein Geschäft haben, weil die werden dort überrannt. Und dieser indische Fotograf, den habe ich nachher gegoogelt, der hat eine Fotoschule in Indien und der ist einen Monat lang, ist der nur durch ganz Europa gefahren, haben diese Instagram-Spots quasi abfotografiert und die sind am nächsten Tag schon wieder 300 Kilometer in Slowenien gewesen. Also schon ein bisschen eine verrückte Zeit und eine Amerikanerin war auch dabei, wenn du dich erinnerst, Herbert. Ja, ich weiß das noch gut und das mit den Weinflaschen habe ich auch, das war ja eigentlich Bestechung, aber ist natürlich auch hochgeheim. Aber das hat es geschickt gemacht, war der, ja. Da war die Besitzerin gleich wieder erfreut, dass sie gesagt hat, ja, wir sind jetzt mit ein paar Fotografen, aber wir brauchen eh was zum Trinken, dann ist sie schon geschwindelt. Ich meine, was man jetzt leider böse ein bisschen sagen muss, dass er gerade, wenn man dort die ganzen Buschenschanken besucht, da dann sind die Slowenien von der Qualität her einfach ein bisschen schwer noch, aber das wird sicher auch kommen. Aber es sind prinzipiell super nette Leute, wie man ihnen halt kommt. Und ich denke, man muss da auch Kommunikation mit den Leuten reden. Genau. Und das ist das, was du vorher gesagt hast, wenn du mit Models arbeitest, diese Freude. Und du musst als Fotograf, es ist schon Energie auch dahinter, dieses Bild entsteht nicht von selber. Ich darf vielleicht kurz diese Geschichte, aber da war eigentlich dieser Bursche, den man da sieht, das ist also kein Mädel, ein Bursche, der Kemet Michi, der war eigentlich die treibende Kraft für dieses Foto. Er hat mich einmal angerufen, der ist auf Vertrag Öss in der Steiermark und ein begnadet guter Kletterer und Slackliner, also dieser Seildänzer. Und er wollte gern ein Spiegelsee-Foto und hat, wir haben uns gar nicht kennt und er hat mich gebeten, ob ich dieses Foto mache, er möchte es gern machen und sage, naja, so leicht ist es nicht, dass da ein Spiegel ist, braucht es einmal keinen Wind, das ist Wetter dementsprechend, es muss so viel zusammenpassen, ob wir das schaffen und der war so positiv und so ein Optimismus an den Tag gelegt, der mir manchmal ein bisschen fehlt, er hat gesagt, na, ich komme am 13. Juli und dann wird es schon passen. Und ja, das ist also ein Lebenskünstler, schlaft in seinem VW-Bus, der hat oben auf der Reiter schon über Nacht, ich komme in der Früh hin. Wirklich um 3 in der Früh, weil es noch finster war, dann haben wir dieses Seil aufgetragen. Und ich habe schon mal mit so Slackliner fotografiert und habe das schon alles sehr skeptisch gesehen und dann war das gespannt. Und dann ist die Sonne rausgekommen. Ich habe geschaut, dass ich vorne den Almrausch im Bild habe. Übrigens, da darf ich die Blende jetzt nicht offen führen, weil dann wäre das unscharf. Da gehe ich dann eben auf Blende 11 oder in die Richtung, nur eine Seitinformation. Ja, und der hat das gespannt und dann habe ich eben meine Erfahrung schon gehabt und machen diese Slackline ein paar Schritte ausziehen und dann fängt das Wackeln und dann liegen sie im Wasser und dann ist die Hosen nass und der Gant und die Haare und alles ist vorbei. Und dann ist der ausgegangen, steht oben an seinem Seil, sagt er, wo soll ich hingehen, vor oder zurück? Und sage ich, ja, nicht ist so leicht. Ich habe mir nicht einmal laut reden traut, dass er nicht reinfällt. Der ist 4 zurückgegangen und gerade wie ich es brauche und zuerst ist er herzugegangen, aber mir hat es fast besser gefallen, wie er weggegangen ist von mir. Und dann schwebt er da auf der Wolke um und ich war glücklich. Und die Fotografen, wenn sie es genauer anschaut, das ist das Bild auch so aufgebaut, dass sich diese Linie von der linken Kante zur rechten Kante aufzieht. Und damit kriegt es eine schöne Dynamik, der Akteur mittendrin. Und naja, dann hat mir noch ein Touristiker gesagt, na schaut, dass man den Dachstein nicht sieht. Sag ich, den muss man nicht immer sehen, es ist ein Bild sehr dich, aber okay, da scheiden sich dann die Geister. Aber das ist auch das Schöne, über kreative Arbeit kann man eben streiten. Und für mich ist es gut und sehr gelungen und ich habe mich sehr gefreut über dieses Bild. So, dann schauen wir weiter. Menschen
spielen bei mir eine Rolle. Das habt ihr jetzt eh schon gesehen oder die, die meine Bilder kennen. Das ist eines meiner Lieblingsbilder. Ich habe auf der Hessi, dem Gseis, einen 3-Tages-Fotokurs gehabt und das hat nur geschüttet. Beim Aufgehen geschüttet, es war schon alles nass. Ja, es war schwierigst. Und ich habe mir gedacht, was machen wir jetzt? Was machen wir? Erster Tag voll kränkt, es war nichts und die langen Gesichter. Am zweiten Tag wieder grau in grau. Und so am späten Nachmittag erfahr mir der berühmte Lichtblick am Horizont im oberen Enster. Und ich sage, wir gehen da um mit zur Peterscharte. Hinten der Berg ist das Hochtor, rechts unten ist Heindelchor, links ist die Hesshütte und da kommt der sogenannte Peternpfad auf. Ja, und die Sonne entwickelt sie, trocknet die Wolken auf, der Nebel oder die Feuchtigkeit steigt vom Heindelchor auf wie eine riesige Bühne. Und dann dieses Bild wäre für mich schon allein ein schönes Landschaftsbild, aber das I-Tüpfel und das bin jetzt ich, da habe ich dann da vorne diese kleine Person, also diese Fotografen positioniert, der da aussieht, fotografiert. Und ich glaube, das ist das I-Tüpfelchen da drauf. Also nicht, dass wer interpretiert, ich lobe jetzt meine Bilder, aber es geht jetzt ja, was meine Gedanken zu dem Bild sind. Und damit war ich dann glücklich. Dann habe ich diese Person dort gehabt, diese Landschaft, dieses kochende Nebelmeer oder diese Wolken, die da aufsteigen. Trotzdem waren die Berge sichtbar. Die Schattierungen, die Risse, die Kanten, da war ich überaus glücklich. Aber ich muss dann auch dazu sagen, das sind nicht Bilder, die jedes Mal so entstehen. Manchmal entstehen sie und wer bei Kursen bei uns schon mal dabei war, der sieht es dann eh an meiner, da flippe ich dann fast aus und meine Stimmung geht ins Grenzlose wie ein Kind. Aber das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Diese Leidenschaft hat mich bis heute noch nicht verlassen und da bin ich sehr dankbar, weil ich glaube, wenn die einmal fehlt, die Freude an solchen Bildern, dann wird es schwierig, gute Bilder zu erwischen. Also das war wieder eine Situation und die hat nicht lang gedauert. Es war dann, wie wir zurückgegangen sind Richtung Hitten, war der Spuk auch schon wieder vorbei. Es ist wieder schief geworden. Also es war gerade so ein Zwischenhoch. Ein Bild, das ich gerne mag, es gibt das gleiche Bild gibt es noch mit blauem Himmel hinten und ganz klarer Sicht. Aber das erste Bild, sind meistens die besten, ich kletter da mit diesen zwei Akteuren da hinauf und dann habe ich gesagt, so, jetzt warten wir auf die gelbe Gondel. Dann ist mir erst aufgefallen, dass das Mädel auch gelb gekleidet war. Und da war dieser Nebel und die Gondel, die erste, war überhaupt völlig verhüllt. Sage ich, jetzt haben wir die Gondel gar nicht gesehen, weil der Gag an dieser Position ist eigentlich, dass da hinten eine Gondel vorbeifährt. Und dann war der Nebel weniger und dann war er ganz weg. Aber da, wo er weniger war, das mag ich am meisten, dieses Bild. Und ich habe dann in Eile auch den Akteuren gesagt, ihr müsst mal, weil die schauen ja nicht von selber da zu mir her, das Mädel da mit der goldenen Haarlocke da Richtung Mund, das habe ich dann schon, habe ich gesagt, schau mal oben und freu dich daran, wo es unten weggegangen ist, wie weit du schon rum bist. Und dem Herrn vorn, den heute Michi, habe ich dann gesagt, er soll hinaufschauen und auch seine Schrittstellung so, dass man sieht, was ein Kletterer tut, dass die ihn einfach gerade da hängen oder sich in Seil hängen. Und ja, so ist das entstanden. Mittlerweile gelingen mir solche Bilder zu arrangieren relativ schnell, weil ich eine klare Vorstellung habe. Aber es ist klar, dass das am Anfang schwierig ist, aber in das wächst man ein, aber das Geheimnis möchte ich an der Stelle weitergeben, das ist einfach, dass man viel und oft fotografiert und sich das Resultat dann anschaut und ganz ehrlich zu sich selber ist, ist es das geworden, was man will oder nicht und dass man da hart mit sich auch und dass man dann weiter beurteilt und schaut, ob das aber, weil wenn ich den Fuß unten abgeschnitten hätte, wäre der Gag vorbei. Wenn sie den vorderen Kletterer überdecken würde, wäre es auch nicht für mich das Richtige. Also er könnte vielleicht noch einen halben Meter höher stehen, okay, das würde gut sein, aber ja, es passt so. Ebenso auch diese Sportaufnahme der Skifahrer, den ich genau gezeigt habe, über welche Kante er da herfliegen sollte. Und
Das funktioniert nur mit wirklich guten Skifahrern. Das ist einer. Und ich habe da oben einen Schneeball in Schnee, genau über die soll er drüber fahren. Und ich habe eine kurze Verschlusszeit gewählt, habe mich so in Position gebracht, dass er mich nicht niederfährt, weil er sieht mich nicht, bei wenn er wegfährt. Trotzdem habe ich ihm einen Stecken hingestellt, dass er weiß, wo ich ungefähr stehe. Ja, und dann habe ich Serienaufnahme gemacht und eine Aufnahme funktioniert dann oder sollte funktionieren. Aber es bedarf sehr viel Übung. Aber auch das Spiel mit der Verschlusszeit, wenn du da auf einen Automatik-Modus gehst, dann wird der Skifahrer womöglich unscharf und dann ist der Gegner natürlich auch wieder vorbei. Anders hier als Beispiel, als Gegenbeispiel, lange Verschlusszeit. Wobei, wie es der Karl vorher schon gesagt hat, eine Sekunde, sagt man, ist dann genug für so eine Langzeitbelichtung, so einen Bach. Das ist bei uns in der Nähe in so einer Klamm drinnen, wo es so Marmorsteine gibt. Und eine Sekunde Belichtungszeit ist richtig, aber besser sind 5 Sekunden oder 10 Sekunden. Dann wird dieses Wasser erst so richtig milchig. Und ihr seht dann, der Stein vorne links und hinten, das ist alles knacke scharf, aber das ist keine große Kunst. Wenn man die Blende Richtung 20 dreht, dann ist halt eine große Schärfe gegeben und die brauche ich, um eine lange Verschlusszeit zu bekommen. Und dann, ja, da muss man nur noch schauen, dass dieses Bild so gestaltet ist, dass man Steine drinnen hat im Bild, dass das Auge was zum Anfassen hat, sozusagen, um sich zu orientieren. Wenn ich jetzt nur Wasser fotografiere, dann schaut es verschwommen und milchig aus und womöglich glaubt man, das ist ein unscharfes Bild. Scharf wird es erst mit den Steinen, die da in diesem Bach brennen. Solche Bilder, gerade jetzt vor wenigen Tagen entstanden, vor einer Woche, die sind wieder relativ leicht zu erwischen, vor allem wenn die Wettersituation so mitspielt. Der Nebel kontinuierlich sehr verlässlich im Innstall. Ich bin da ein bisschen über den Nebel hinausgestiegen und es war schön, der Grimming da rechts im Vordergrund, da hinten der Dachstein und links hinten in der Mitte des Bildes, leicht aus der Mitte, ist sogar der Großglockner noch zu sehen. Bei diesem Bild ist aber keine große Hexerei, du musst nur vor Ort sein. Blende 5,6, 8, wie auch immer, funktioniert alles gut. Aus der Hand geschossen, Verschlusszeit ist kein Thema, ISO 100, ISO 200, wie auch immer, dass man es haben möchte. Allerdings, ein bisschen gespielt habe ich mich dann auch, ihr seht unterm Grimming diesen Waldrücken. Ich bin gerade noch mehr ein paar Meter die Wiese aufgestiegen, dass diese Wälder, dieser Grat auch den Blick auf den Nebel hinten freigibt, dass der Nebel also noch schön rechts ins Bild hinten ausschaut. Ich glaube, schön ist auch, dass du den Grimming nicht angeschnitten hast und hast dann noch komplett weich auslaufen lassen. Ja, genau. So, und das nächste Bild, das passiert. Das Bild macht mit dir, ich kann mir nicht auf meine Brust heften, dass ich das aus eigener Leistung geschafft habe. Ich bin an der Seetaler Hütte gewesen, auch mit einem Fotokurs. Es war nur so, es war bewölkt und hinten war auch so ein Lichtstreif und ich habe mir schon gedacht, wenn dieser Lichtstreif bleibt und die Sonne auf ihrem Weg hinterm Horizont muss da durch, dann könnte es passieren, dass sie durchleuchtet. Und es ist passiert und dann ist dieses fast biblische Bild entstanden mit diesen Sonnenstrahlen und da musst du halt nur noch draufhalten. Ich habe bewusst oben viel dunkle Wolken mit eingespielt in dieses Bild, ja. Aber auch von der keine große Kunst, die Belichtung, die Kamera schafft es selber, also man muss da nicht lang herumrechnen. Ich gehe immer auf Blendenvorwahl, in diesem Fall auch 8, die Sonne lacht und fertig, aber es ist irrsinnig schön gelungen. Wichtig ist vielleicht, dieses Bild würde ich also auf ein Stativ stellen, um jede Verwacklung zu vermeiden. Nicht vergessen, beim Objektiv in Stabilizer abzustellen und dann mit Selbstauslöser die Kamera arbeiten zu lassen, damit auch richtig die Knackschärfe gegeben ist. Aber das gefällt mir auch. Aber ich zeige euch natürlich jetzt gute Bilder. Ich habe eine viel größere Auswahl an Bildern, die nichts geworden sind. Das muss ich auch dazu gestehen. Blaue Stunde, es braucht nicht immer die Sonne, um Bilder zu machen. Hier der Seetaler Hütte, die da neu gebaut worden ist,
ungefähr eine halbe Stunde bevor die Sonne aufgeht, fängt der Dachstein hinten schon so ein bisschen zu glühen an. Wo ich nachgeholfen habe, den Hüttenwirt habe ich gebeten, aber alle Lichter in der Hütte einschaltet, dass die Fenster, die an diesem modernen Gebäude da leuchten, dass die als solches zu sehen sind. Herbert, da muss ich vielleicht dazu sagen, beim Kurs im Juni werden wir eine Nacht auf der Seetaler Hütte verbringen. Dann genau, haben wir das ist die Möglichkeit, Seetaler dass wir solche Hütte. Fotos machen. Genau, das ist es. Und wenn ich mir jetzt von der Seetaler Hütte 90 Grad nach links wende, dann gibt es ein Gipfelkreuz da oben. Und das habe ich auch mal erlebt, dass der Wind von der Südwand herauf Schnee getragen hat. So ein richtiger kalter Tag und der hat so Schneekristalle aufgewirbelt. Dann habe ich meine zwei Schneeschuhgeher fotografiert auf dem Weg zum Gipfelkreuz auf. Und habe die Sonne, also ich bin auf Blende 20 gegangen, 16 genügt auch schon, dann wird die Sonne als so Stern dargestellt, so ein Sonnenstern. Was ich nicht in der Kamera gesehen habe in der Eile, was aber passiert ist, dieses Gipfelkreuz wird als Schattenriss auf diese weißen Kristalle, die ja wie eine Leinwand fungieren, drauf geworfen und somit gibt es das Gipfelkreuz fast zweimal. Also eine ganz eigenwillige Belichtung und ja, hat mir irrsinnig gut gefallen. Und da muss halt dann auch schnell sein, weil wenn die Schneeschuhgeher dann schon oben sind, ist auch wieder vorbei spannend. Muss man halt, glaube ich, dann sehr schnell sein und während dem Hingehen schon wissen, so jetzt tue ich die Blende dahin korrigieren und schaue, dass die Verschlusszeit auch noch passt, weil die kann dann natürlich passieren, dass die dann irgendwo in zu lange Verschlusszeiten verschwindet, muss ich geschwind mit der ISO noch gegensteuern. Ja, auch Teil unserer Kurse. Karl, ich glaube, ich bin mit meinen Bildern durch. Gibt es einmal soweit eine Frage an den Herbert? Du kannst dich gerne in den Chat schreiben oder auch sonst stellen jetzt. Die Brigitte überlegt schon. Ich sehe dich. Ein paar Teilnehmer sehe ich ja. Hallo. Ja. Aber ihr könnt es gerne reinschreiben. Genau, weil ansonsten, jetzt will ich da mal das Spotlight-Video beenden. Warte mal, jetzt werden wir den Herbert da. So, jetzt warum geht das nicht? Jetzt gehe ich mal auf Stumm, oder? Ja, genau. Gehst du mal auf Frage. Stumm und ich wollte dir eigentlich einmal ausblenden, weil ich möchte jetzt wieder selber einblenden. So. Gut, dann werden wir uns als nächstes die Bildbesprechung vornehmen. Ich habe da jetzt nochmal ganz kurz eingeblendet. Es gibt im Februar einen Kurs Schneeschuhwandern und Fotografie mit dem Herbert und mit mir in der Ramsau. Also wenn das Covid-mäßig möglich ist, schaut einfach mal auf die Webseite der Wiener Fotoschule, dann werden wir das machen. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt auch einige Fotos für die Bildbesprechung bekommen haben. Jetzt habe ich mir gerade selber eingeklickt. Ich muss nochmal kurz raus. So. Und zwar das erste Bild ist von Wolfgang Hanisch. Und hallo. Hallo Wolfgang. Und der Punkt und Linie, würde ich mal sagen, beides auf einem Bild vereint. Genau, den habe ich gegen den Kopf geliefert. Peter, was würdest du da jetzt einmal sagen von deiner Perspektive? Ja, das ist genau, wie ihr schon gesagt habt. Das wäre wahrscheinlich aus dem Fotohandbuch für Linie und Punkt. Und die Idee von Linie und Punkt ist ja nicht, dass man Linie und einen Punkt hat, sondern dass diese Schattenlinien oder auch Lichtlinien zu dem Interessenspunkt führen, dass da die Sonne ist hinter dem Zaun. Das ist ja von der Komposition und von der Führung des Blicks durch das Bild sehr gut gelöst. Jetzt muss ich mal sagen, jetzt musst du mal smaller mal schauen, dass du mal so einen schönen Blendenstern hinkriegst. Das ist jetzt die Challenge. Ja, das ist schwierig. Würde ich wahrscheinlich sogar probieren zu vermeiden. Gut. Dann haben wir das zweite Foto von Wolfgang. Genau, das lebt jetzt also auf einer Diagonale und durch die kleiner werdenden Punkte hat es eine sehr gute Harmonie und leitet auch den Blick sehr schön außer und man fällt aber nicht einmal auf der anderen Seite raus, weil das dann sozusagen kurz vor der Diagonale aufhört und kleiner wird. Ich glaube, das Schöne ist, weil es perspektivisch einfach auf der linken Seite diese großen Reflexionen, die dann nach hinten auslaufend immer kleiner werden, das gibt dann ganz nahe eine Tiefe.
Genau. Ja. Und kann man uns erkennen? Aber ich habe eigentlich zwei parallele Linien. Die eine hat relativ soft abgestellt, der Wellenrücken. Und die zweite Linie ist eigentlich die aufgeschriebenen Punkte. Gut, ich habe da zwei Fragen im Chat, Wolfgang. Ja. Welche Tageszeit, um welche Tageszeit wurde das Foto aufgenommen? Das war rund um den Sonnenuntergang, also entweder kurz davor oder danach. Okay. Und das war bei den Lofoten, glaube ich. Und das war ziemlich kalt, also das Wasser war irgendwie schon leicht angeeist. Und darum waren die Wellen halt so sanft und soft. Also die Diana fragt, ist das Wasser, nachdem du gesagt hast, ja, es sind Wellen, ist ja die Frage damit beantwortet. Genau, aber es ist mehr. Ja, richtig ein schönes Bild. Ja, jetzt sind wir beim Punkt angelangt. Genau, und da wird halt dann sozusagen das Auge geleitet, dass man von diesen unscharfen Punkten durch das Bild geleitet wird und dann bei der Blume mit der Schärfe anlangt. Ist ein reines Punktbild, wenn man so sagt. Aber ist natürlich ein sehr gutes Beispiel, wie man den Blick leiten kann, wo man genau den Blick hinhaben will. Na, vielleicht ist sogar ein bisschen Lene dabei durch den Stängel von dem Löwenzahn. Also ja, in Wirklichkeit ist alles dabei. Ja. Also ich habe eher die Linie gesehen, die drei total unscharfen Blüten im Hintergrund. Also die machen ein bisschen von den Bogen praktisch um die... Ja, hast recht, ja. Also jetzt nur mehr so eine technische Frage. Sind die Bilder einigermaßen scharf oder sind die wieder unscharf? Aber das Bild ist auch noch viel schon scharf, aber die Übertragungsqualität... Nein, ich frage wegen der Übertragungsqualität, dass deine Bilder scharf sind, Wolfgang, das weiß ich. Das war jetzt... Aber ich habe das jetzt erst in den Chat schon geschrieben. Wir haben leider jetzt ein Problem gehabt mit unserem Internet, dass wir viel zu wenig, also wir zahlen Bandbreite und bekommen aber nur einen Teil davon. Ich bin gerade dabei, das zu beheben. Jetzt weiß ich nämlich auch, warum es teilweise so Probleme gegeben hat mit den unscharfen Bildern. Mhm. Gut, dann gehen wir mal weiter. Und da haben wir jetzt natürlich schöne Kreise. Genau. Du hast aber die Linie und die dunkle Gestalt von dem Kaninchen. Und das ist natürlich sehr schön mit dem Kontrast, das ist da hinten auch Spiegelung, nehme ich an. Genau, das ist die Spiegelung vom Bouquet im Wasser. Genau. Also die Unschärfekreise, die so schön erzeugt werden. Genau, und es ist auch interessant, wenn man da von links in das Bild reingeht, wie der Blick schön über den Rücken da geleitet wird und in Wirklichkeit durch die Ohren wird es dann sozusagen aufgefangen und man kommt dann genau bei dem größten Kontrast von dem Reflex, von der Spiegelung an. Und was ich sehr schön finde, durch die relativ dunkle Fläche links, die lenkt da überhaupt nicht ab. Also das heißt, das ist dann auch genau an der richtigen Stelle, wo sozusagen, ja, wenn dort auch noch was sehr Helles wäre, dann würde man eher dorthin schauen, aber das ist auch sehr, sehr gelungen. Ja, das stimmt. Jetzt hat uns der Michael noch ein Foto geschickt, das passt thematisch nicht ganz dazu, aber es ist trotzdem ein sehr, sehr tolles Bild. Und ich würde mal den Oliver bitten, das ist die Photoshop-Montage, dass du vielleicht ein paar Worte dazu sagst. Ist der Michael da? Okay, höre ich gerade nicht. Oliver, magst du ein bisschen was zum... Ja, also es ist ein sehr ein stimmungsvolles Bild. Natürlich ist es eine Fotomontage, die aber meiner Meinung nach gut funktioniert. Und es ist halt immer, man muss halt den Künstler immer fragen, was wollte er damit ausdrücken. Also das heißt, ich kann jetzt das Bild insofern sagen, ja, mir gefällt es, ich finde, es ist stimmig zu diesen Lichtstrahlen und dieser Pose von diesem zarten Model. Also es harmoniert und es ist ja irgendwie, es erzählt eine Geschichte, man beginnt zu denken, wenn man sich dieses Bild anschaut und sagt, der Morgen im Wald, eine Fee oder eine Elfe, ja, so sehe ich halt dieses Bild. Es ist auch sauber gemacht vom Composing. Die Kontraste passen zusammen. Ja, es ist eine sehr saubere Arbeit. Gefällt mir. Gut. Dann habe ich noch vom Hans-Peter Neuner aus Tirol Bilder bekommen.
Jetzt würde ich mal kurz an den Peter gehen. Ja, nein, perfekt. Also das ist diese sozusagen die Spannung von der nicht vollendeten Diagonale durch diesen Streifen hinter dem Flugzeug und die Äste oder Sträucher, was das sind, die sozusagen die streben in die gleiche Richtung. Da ist relativ viel Spannung drinnen und es besteht eigentlich nur aus kleinen Linien mit einem schwachen Kontrast außer der Kondensspur. Sehr gut. Und eine große Spannung, finde ich. Und da hast du recht, also wenn die Diagonale jetzt, wenn die durchgehen würde, wäre das Foto weit nicht so interessant. Also diese, sozusagen dieses Enden der Diagonale, bevor es dann oben aus dem Bild rausgeht, ist in dem Fall sehr, sehr wichtig. Ja, genau. Aha, das ist auch sehr interessant. Das ist ein ganz schwacher Kontrast mit diesem, ich weiß nicht, ob Sanddünen sind, vielleicht. Nein, das ist Schnee, das ist Schnee. Das ist ein Schnee, genau. Und aber das Interessante ist, ohne den Vogel würde das Foto überhaupt nicht funktionieren. Nein, würde es nicht. Nein, würde es nicht. Genau. Und der liegt da dann wahrscheinlich, weiß nicht, gewollt oder ungewollt, genau auf einer Linie, die es dann irgendwie das Ganze ein bisschen verstärkt und den Blick leitet. Das heißt, an dieser Linie kommt man immer wieder zu dem Vogel, der da auf uns zufliegt. Das ist natürlich perfekte Linie und Punkt. Und natürlich diese Linien, diese Vertikalen, die beschreiben den Raum sehr schön und die sind im Kontrast relativ schwach und das Rot ist natürlich perfekt dazu, in dem grün-grauen Umfeld. Ist das schon das erste Foto von der Silvia, das habe ich nämlich, von der Diana, das habe ich nämlich jetzt nur während der Präsentation eingebaut oder ist das erst das nächste? Also nein, das ist das erste jetzt von der Diana, genau. Die Diana hat mir jetzt noch welche über die Dropbox geschickt und die haben wir jetzt noch schnell einbaut. Genau, das funktioniert. Aber diese Straße, die da reinkommt, das kann man dann als diese Linie oder das leitet den Blick durch das Bild unten. Und eine Sonne wäre eigentlich auch ein Punkt, könnte man sagen, oder? Die Sonne ist ein Punkt, genau. Und die rechte, die da weggeht, die hält da ein bisschen im Bild. Und die Wolken sind dann auch in weiteren Diagonalen. Ja, das funktioniert auch ganz gut. Aha, ja, das geht auch natürlich. Der Tropfen, der da an dem Ost hängt. Ja, das ist, und da ist, der Raum ist sehr schön aufgeteilt, muss man jetzt sagen, dass das relativ oben links gehalten ist durch den Ost. Das wird wahrscheinlich ziemlich im goldenen Schnitt sein, vielleicht nicht ganz, aber ja, und aber das, wenn das weiter mittiger wäre, wäre das wahrscheinlich relativ uninteressant. Und natürlich dann der höchste Kontrast auf der rechten Seite des Tropfens, ja, wo er das Licht bekommt. Das ist auch sehr schön, ein sehr weiches Bild, sehr stimmungsvoll. Und ich finde auch noch die Unschärfekreise rechts, die sind quasi nur so ein bisschen das I-Tüpfelchen. Genau, genau, das hält diese rechte Seite zusammen. Ja. Na gut, jetzt schaue ich noch irgendwas im Chat steht. Nein, da ist jetzt einmal soweit nichts. Es war nur eine Frage wegen der Herzlstraße, die war zur blauen Stunde nach Sonnenuntergang. Da war jetzt erst noch eine Frage, dass wir das noch beantworten. Na, sehr fein. Dann würde ich jetzt an den Thomas übergeben. Thomas, ich würde bitten, dass du dich jetzt einmal einblendest und wir freuen uns schon sehr auf deinen Vortrag. Ja, einen schönen guten Abend allseits. Ich soll was über Rechtliches erzählen am Sonntag am Abend. Also das ist schon eine harte Prüfung, habe ich mir gedacht. Habe den Vortrag, den ich vorbereitet hatte und den ich schon zweimal, aber allerdings mit sozusagen Live-Atmosphäre in ähnlicher Form gehalten hatte, beiseite gelegt und habe mir dafür entschieden, anhand von Fotos Rechtsfragen zu klären. Damit dann nicht ein Trick, die Leute bei der Aufmerksamkeit zu halten, ist ja, dass man so eine Aufgabe stellt. Und die Aufgabe ist, seht ihr dieses Requisit hier, dieses Requisit wird in einem der Fotos vorkommen und wer entdeckt, in welchem Foto dieses Requisit vorkommt, wird vom Quarl beim nächsten Fotokaffee auf eine Doppelration Kaffee eingeladen. Genau. So,
Das war jetzt die Aufgabe. Jetzt werde ich mein Bildschirm freigeben. Was, glaube ich, jetzt zu sehen ist, müsste der Herbert erkennen. Herbert, kennst du das? Warte, muss ich den Bildschirm freigeben, Thomas? Wir sind noch. Ach so, Bildschirm freigeben. So, jetzt habe ich ihn freigeben. Sieht man es? Nein, wir sehen leider noch nichts. Ich gebe noch einmal den Bildschirm frei. Wieso geht das nicht? Ich drücke auf Bildschirm freigeben. Hast du das richtige Fenster ausgewählt? Weil zuerst hat das ja gut funktioniert bei der Probe. Ja. Ah, jetzt schaut es gut aus. Ja, super. Ja, so. Der Herbert müsste das eigentlich erkennen. Seine heimatlichen Berge. Der Hauser Keibling im Hintergrund. Ja, und das Ganze ist vom Garten von der Regina Stocker aus aufgenommen. Ja, ja. So, und jetzt gehen wir es an, Bildschirmpräsentation. Schwupp, jetzt müsst ihr eigentlich was sehen. Der Witz ist natürlich der, im Urheberrecht, es gibt ein Gesetz, es gibt ein Urheberrechtsgesetz, das alles Mögliche regelt, unter anderem auch das Recht am eigenen Bild, das eigentlich mit dem Urheberrechtsgesetz überhaupt nichts zu tun hat. Denn beim Recht am eigenen Bild geht es um Persönlichkeitsrechte. Persönlichkeitsrechte haben mit Urheberrecht nichts zu tun. Ich bin ja nicht mein eigener Urheber. Man könnte nur sagen, meine Eltern sind die Urheber meiner Person. Aber das wäre eine außerrechtliche Erwägung. Aber um das Urheberrechtsgesetz zu verstehen, muss man die Judikatur kennen. Und da gibt es einerseits die Judikatur des Obersten Gerichtshofs, die uns viel erklärt, aber mittlerweile gibt es auch die Judikatur des Europäischen Gerichtshofs, die gerade im Urheberrecht gar nicht so unwesentlich ist. Warum? Weil es Richtlinien der Europäischen Union gibt, die auch ins Urheberrecht hineinfunken. Also, wenn man mit Urheberrecht zu tun hat oder auch mit Persönlichkeitsrechten, kann schon passieren, dass man bei Gericht steht und dann der fromme Wunsch, so du kommst zu Gericht, oh Herr, verdamm mich nicht. Aber mit der richtigen rechtlichen Beratung wird das nicht passieren. Die häufigst gestellte Frage von Fotografen, also nämlich jenen, die die Street-Fotografie machen, ist, darf ich überhaupt Leute fotografieren? Was sehen wir da? Wir sehen da ein Bild einer Baustelle. Wir sehen einen Bauarbeiter, der sowieso nicht identifizierbar ist. Also nicht identifizierbar, schon gar kein Problem. Die Frage, wäre er identifizierbar, wäre das dann ein Problem? Dann schauen wir uns einmal einen identifizierbaren Bauarbeiter an. Der ist... Also man sieht zwar nicht das Gesicht, aber man sieht genug, um ihn identifizieren zu können. Also man sieht einen gewissen Körperbau, man sieht eine Tätowierung. Man könnte schon sagen, er ist identifizierbar. So, Frage, darf ich das? Antwort, ja. Aber irgendwie, naja, er schaut halt der hängende Bauch und so, geht das? Ja. Es ist nicht denunziatorisch. Es ist keine unangenehme Situation. Es ist keine ins Intime, höchstpersönliche gehende Situation. Und man muss sagen, er steht in der Öffentlichkeit da. Es hat niemand das Recht, ausschließlich so dargestellt zu werden, wie man gesehen werden möchte. Kein Problem. Auch datenschutzrechtlich nicht. Es gibt und gab die Diskussion, seit es die DSGVO gibt, ja, geht denn das alles überhaupt noch? Kein Problem. Es gibt nach wie vor den Spezialparagrafen im Urheberrechtsgesetz, den Paragraph 78, der das Recht am eigenen Bild regelt. Und der sagt uns, es gibt kein generelles Fotografierverbot und es gibt kein generelles Verbot, Abbildungen zu verbreiten, zu vervielfältigen, über Internet zugänglich zu machen, etc., sondern es gibt das Verbot der Rechtsverletzung, der Interessenverletzung, sagen wir so. Also wenn die Interessen einer Person verletzt werden, und zwar in objektiver Weise, also nicht, wenn einer sagt,
ich habe kein Interesse, fotografiert zu werden, daher ist jedes Foto von mir Interessenverletzung. Nein, es müsste in objektiver Weise eine Interessenverletzung sein. Dann könnte es sein, dass diese Person den Anspruch hat, dass diese Abbildung nicht verbreitet wird. Der Thomas, allerdings, ja? Eine Frage im Chat, darf so ein Bild auch gewerblich genutzt werden? Ja, das ist die Frage, was gewerblich heißt. Wenn du ein gewerblicher Kalenderfotohersteller bist, kein Problem. Wenn du aber ein Sonnencreme-Hersteller bist und sagst, auch dieser Herr verwendet unsere super Sonnencreme, dann sind wir in der Werbung. Und das, dazu komme ich später noch einmal, ist ein ganz gravierender Eingriff in die Persönlichkeitsrechte, jemanden für Werbung zu verwenden, der dem nicht zugestimmt hat. Aber wenn jetzt, wie der Oliver zum Beispiel das manchmal macht, Kalender herstellt mit Fotos und da sind Leute drauf, kein Problem, geht. Solange das Posen sind, die nicht allzu peinlich sind. Aber wie gesagt, es hat niemand das Recht, nicht auch in einer unvorteilhaften Pose dargestellt zu werden. Ob man diesen Fotografen, der in Wirklichkeit natürlich ein ausgesprochen fescher Bursche ist, das kann ich sagen, ich kenne ihn seit der Geburt, ob er sich in dieser Pose gefällt, aber ich finde, das ist eine sehr engagierte Pose und zeigt, wie er sich mit allem Engagement dem Objekt nähert. Ob ich mir da gefalle oder nicht, ist wurscht. Ich müsste es aushalten, damit veröffentlicht zu werden. Da war nur eine Frage. Und zwar, darf ich das Bild des Bauarbeiters an eine Stockagentur verkaufen? Ja, darfst du. Also, wie du vervielfältigst, ist ja wurscht. Ich glaube, ja? Da ist nur das Problem, dass die Bedingungen der Stockagenturen halt sagen, du musst ein Model-Release haben. Aber das ist wieder was anderes. Also ich hatte einmal folgende Geschichte. Gehen wir nur mal zurück zum Fotografen oder zum Bauarbeiter, um das nicht vorwegzunehmen. Ich hatte eine Geschichte, da hat ein Fotograf im Waldviertel fotografiert und hat zwei Murteln, so richtige Murteln mit Kopftuch und Schürzen, die saßen bei der Postautobushaltestelle. Und das war ein sehr idyllisches Bild, hätte aus dem 19. Jahrhundert auch sein können und war so klassisch in the middle of nowhere, im weit entfernten Waldviertel. Er hat das fotografiert, ohne die natürlich zu fragen. Hat es auch in einer Ausstellung, also in einer künstlerischen Fotoausstellung verwendet, auch kein Problem. Und weil er Geld braucht hat, hat er das einer Stockagentur verkauft und hat natürlich ohne lang zu lesen das unterschrieben, dass er dann mit dem Foto in jemandes Rechte eingreift etc. und dass man das für alles verwenden kann. So, dann hat eine Elektronikfirma eine Werbekampagne gemacht und hat sozusagen gegenübergestellt die moderne Welt und die Welt von gestern und dann haben dann bei dieser Agentur dieses Foto gefunden und haben sie gedacht, super, da schreiben wir noch drunter, also selbst in die hinterste Pampa ist unsere Elektronik schon gekommen. Und die Murteln waren zwar aus der hintersten Pampa, aber so Pampa war es doch nicht, dass sie nicht den Weg zu einem Rechtsanwalt gefunden hätten und dem gesagt haben, also das passt uns gar nicht, dass wir da hingestellt werden, wie wenn wir hinterm Mond leben taten. Blöde Situation. Der Rechtsanwalt, das Einzige, was für ihn greifbar war, war das werbende Elektronikunternehmen. Der schreibt die an, die sagen, wir haben das von der Agentur. Schreiben der Werbeagentur, die Werbeagentur hat es von der Stockagentur und die Stockagentur landet beim Fotografen. Irgendwie haben wir das dann noch hingekriegt. Aber das hätte verdammt peinlich werden können, denn es war kein Problem, dass er das Foto in einer künstlerischen Galerie gezeigt hat. Es war aber ein großes Problem, das in der Werbung mit diesem Untertext noch dazu, der ja schon irgendwie ein bisschen herablassend war, zu zeigen. Also da muss man schon aufpassen. Das ist richtig. So, schauen wir weiter. Was haben wir da?
eine Straßenszene, einfach eine Straßenszene, aber sie ist doch ein bisschen privat. Ist es ein Problem? Nein, es ist kein Problem. Die Leute werden hier nicht denunziert, sie werden nicht in einer sehr höchstpersönlichen Pose gezeigt. Sie zeigen sich ja auch öffentlich, sehe ich kein Problem darin. Das sozusagen im Rahmen der künstlerischen Street Photography auch zu zeigen. Natürlich, wenn man da einen blöden Text dazu schreibt oder das in einer Werbung verwendet, die den ein, was aber hier nicht wäre, ne? Selbst wenn ich das in einer Werbung verwende, würde niemand glauben, die Leute hätten sich gegen Entgelt für die Werbung zur Verfügung gestellt. Aber in sozusagen im künstlerischen Bereich, auch auf der eigenen Website oder so, kein Problem. Schauen wir weiter. Woran denken wir? Wir denken an zweierlei. Wir denken erstens an Kinderfotos und wir denken zweitens an Fotos, wo Menschen nicht ganz vorteilhaft dargestellt werden. Naja, dazu kann man nur sagen, es ist in der Öffentlichkeit, niemand hat das Recht, so dargestellt zu werden, wie er es gern hätte. Es muss sich auch die rosafarbene Dame gefallen lassen, aber wie gesagt, nicht mit bösartigem Subtext oder so. Kinderfotografie ist heikler als Erwachsenenfotografie. Da müssen wir besonders auf die Persönlichkeitsrechte achten. Nur das Foto ist völlig harmlos, völlig problemlos, kein Problem. Schauen wir weiter. So, ja, warte mal, da habe ich noch eine Frage. Kann der Adidas Konzernlogo etwas dagegen haben am Trainingsanzug? Nein, kann er nicht. Aber danke vielmals für die Frage. Wir sehen also hier das Adidas-Logo. Ist es ein Eingriff in Markenrechte, wenn ich das Logo zeige? Nein, denn ich verwende die Marke ja hier nicht, wie man üblicherweise eine Marke verwendet, nämlich kennzeichnend. Kennzeichnend für eigene Produkte. Das tue ich ja nicht. Überhaupt kein Problem. Auch urheberrechtlich, wahrscheinlich ist dieses Signet urheberrechtlich geschützt, auch kein Problem. Aber trotzdem, danke für die Frage. Auch da kann man nur sagen, so war es halt. Es schaut irgendwie skurril aus, aber noch einmal, es gibt keinen Anspruch darauf, ausschließlich so dargestellt zu werden, wie man gern gesehen werden möchte. Ein lächerlich machen ist es nicht. Man wird schmunzeln, wenn man die Oma mit der Puppe im Rucksack sieht, aber schmunzeln ist erlaubt. Es ist kein an den Pranger stellen. Das wäre was anderes. Heikler wird es allerdings möglicherweise schon bei körperlichen Gebrechen. Was sehen wir da? Also erstens einmal ist die Person nicht identifiziert. Wir sehen nicht ihren Kopf. Aber selbst wenn, was überwiegt, ist der künstlerische Aspekt, die Licht-Schatten-Geschichte, dass alles schwarz-grau ist und gerade halt die Sackerl blau. Es ist nicht denunziatorisch, es ist nicht diffamierend, es ist nicht an den Pranger stellen. Weder der Fotograf noch der Betrachter macht sich lustig drüber. Das Foto gewinnt natürlich gerade durch die beiden Krücken noch dazu. Aber es gewinnt in grafischer Hinsicht, aber sonst ist es inhaltlich völlig harmlos. Kein Problem. Natürlich, wenn jetzt ein Krückenhersteller hergeht und sagt, kaufen Sie die XY-Krücken, naja, für die werbliche Verwendung, das ist wieder was anderes. Also körperliche Gebrechen oder Bettler
kein Problem. Weder der Rollstuhlfahrer noch der Bettler sind hier in denunziatorischer Hinsicht abgebildet. Wir haben die Kombination aus körperlicher Benachteiligung und offenbar einen Armen, der da am Kircheneingang bettelt. Aus persönlichkeitsrechtlicher Hinsicht kein Problem. Wobei man natürlich eines sagen muss, was wir hier sehen, ist, dieses Foto ist ganz offenbar nicht in Österreich aufgenommen. Persönlichkeitsrechte sind nicht auf der ganzen Welt gleich geregelt. Das heißt, wenn ich das Foto jetzt ins Internet stelle, könnte es sein, dass in der Heimat dieser Personen, und gewissen Rückschluss können wir ja ziehen, wenn wir da ins Kircheninnere hineinschauen, das schaut nach einer griechisch-orthodoxen Kirche aus oder ähnlich. Jetzt müsst ihr selber überlegen, es war auf einer griechischen Insel, soweit ich mich erinnern kann. Wie es dort mit Persönlichkeitsrechten ausschaut, naja, sobald ich aber das Bild ins Internet stelle, ist es auf der ganzen Welt abrufbar. Würde ich wahrscheinlich, wenn ich allgemeine europäische Standards zugrunde lege, für problemlos halten. Aber das muss man allerweil mitdenken. Es ist ein Unterschied, ob du dein Bild in einer österreichischen Galerie ausstellst oder ob du das auf deiner Website hast. Und diese Website ist potenziell auf der ganzen Welt abrufbar. Ich glaube, anderes ist es wiederum, wenn du eine eigene Gruppe auf deiner Website unterhältst, eine Fotogruppe, wo nur ein geschlossener Userkreis Zugang hat. Das ist wieder was anderes. Dann sind wir nicht in der ganzen Welt. Du wolltest was sagen, Karl? Ja, genau. Und ich glaube, das Problem ist, wenn ich das Foto zum Beispiel jetzt in einer Zeitung gebe, damit die jetzt sagen, okay, das sind jetzt arme Menschen, spenden es dafür, dann wäre das okay, aber die könnten ja einen anderen Untertitel schreiben. Und auf das habe ich ja keinen Einfluss. Ich glaube, das ist die Gefahr, die da unter Umständen bestehen könnte. Naja, aber wer ist dann der Rechtsverletzer? Okay, nicht genau. Der Fotograf, okay, sondern genau. Die Zeitung, die einen besorgigen Untertitel dazu okay, schreibt. Alles klar, ja. Ne? Also natürlich könnte eine politische Partei das verwerten und schreiben, den Mist wollen wir nicht bei uns haben oder so irgendwas. Ja? Dann wird's heikel. So, jetzt habe ich mir gedacht, den schönsten Mann aus der Ramsau, aber nicht deswegen, weil er so schön ist und weil die Gegend so schön ist, sondern wenn ich dieses Foto jetzt hernehme und Canon anbiete und Canon sagt, also sogar in der Ramsau wird mit Canon fotografiert und baut es in eine Werbekampagne ein, dann wird es kritisch, weil der Herbert hat sein Foto nicht Canon zur Verfügung gestellt. Und es würde aber der Eindruck erweckt werden, dass er sein Foto natürlich gegen Entgelt, weil der Herbert hat einen Marktwert, gegen Entgelt für Canon zur Verfügung gestellt hat. Und das ist ein Klassiker in der Judikatur zu den Persönlichkeitsrechten. Wenn zumindest bei einem Teil des Publikums der Eindruck entsteht, jemand hätte sein Foto entgeltlich für Werbezwecke zur Verfügung gestellt, dann ist das ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Was folgt daraus? Ein Unterlassungsanspruch. Kann auch gleich mit einstweiliger Verfügung relativ schnell durchgesetzt werden. Was heißt Unterlassungsanspruch? Unterlassungsanspruch heißt, das darf nicht mehr in welcher Weise auch immer verbreitet werden. Das heißt, gedruckte Exemplare müssen vernichtet werden, dürfen nicht weiter verteilt werden, Plakate müssen überklebt werden, vom Internet muss übernommen werden, auch aus dem Archiv. Das sage ich bitte an Sie alle. Manchmal passiert es ja, man verwendet ein Foto, das man nicht verwenden dürfte. Man hat es aus dem Internet. Es gibt zum Beispiel Leute, die kochen gern. Dann stellen sie Kochrezepte ins Internet. Und weil sie vielleicht zu faul zum Fotografieren sind oder Food Photography, das wissen wir, ist eine eigene Kunst,
holen Sie sich ein Foto aus dem Internet dazu. Ja, mit großer Wahrscheinlichkeit gibt es aber einen Urheber dieses Fotos, der dieses Foto nicht gratis zur Verfügung stellt. Und dann gibt es eigene Software, die krabbeln rund um die Uhr durchs Internet und suchen Fotos, die rechtswidrigerweise verwendet werden und die erwischen. Und dann kommt meistens ein deutscher Abmahnanwalt und will Geld. Okay, dann verpflichtet man sich gegenüber dem zur Unterlassung und vergisst aber dabei, dass man das Foto jetzt nicht nur irgendwo an der Front stehen hat, sondern dass es noch irgendwo eine Archivfunktion und sozusagen in der untersten Schublade gibt es das Foto immer noch. Und dort habe ich vergessen, es rauszutun. Zack, kommt er noch einmal und kassiert noch einmal. Also wenn das jemals passieren sollte, bitte schön aufpassen, dass man ein Foto auf jeden Fall aus allen Verwendungen rausnimmt. Tobias, naja, also, der wird ganz kurz dazu sagen, da habe ich nämlich vor zwei Jahren einen interessanten Fall gehabt. Ich habe genauso ein Abmahnschreiben bekommen für zwei Bilder, die ich von Olympus zur Verfügung gestellt bekommen habe. Das wären in Summe 600 Euro gewesen. Ich war natürlich dann extrem angefressen und habe denen geschrieben. Und dann sind die aber draufgekommen, dass der Fotograf sozusagen das an Olympus weitergegeben hat, also mit Nutzungsrechte für Pressezwecke. Und das war es auch natürlich. Und dann hat das sozusagen, haben die dann wieder das Ansinnen zurückgezogen. Aber das hat mir einiges an Arbeit und Ärger gekostet, bis das Ganze sozusagen wieder rückabgewickelt war. Und das sind vielleicht 10 Fotos, die nicht von der Wiener Fotoschule sind, bei uns auf der Homepage. Man muss wirklich aufpassen. Ja, und vor allem, worauf man aufpassen muss, es gibt keinen gutgläubigen Erwerb an Urheberrechten. Also, es gibt einen gutgläubigen Erwerb an Sachen. Wenn dem Herrn XY seine goldene Uhr gestohlen wird und der verkauft die einem Uhrenhändler oder in Dorotheum oder sonst wo und du gehst her und kaufst die antiquarische goldene Uhr beim Uhrenhändler oder im Dorotheum, dann hast du gültig Eigentum erworben, denn du konntest Du musstest nicht daran zweifeln, dass dem, von dem du es erwirbst, das auch gehört. Das nennt man gutgläubigen Eigentumserwerb. Jetzt habe ich gerade wieder... Warte, ich habe jetzt noch eine Frage eingekriegt aktuell, aber mach du vielleicht einmal fertig. Ja, aber lass mich zuerst den Satz fertig sagen. Im Urheberrecht gibt es keinen gutgläubigen Eigentumserwerb. Sprich, wenn dir jemand ein Foto gibt, Karl, und sagt, das kannst du gerne auf die Website stellen, der hat es aber nicht selber gemacht, sondern hat es wo gefunden oder hat es von dem anderen. Und es gibt hier keine geschlossene Kette der Rechtseinräumung. Das heißt, der darf es zwar verwenden, aber ihm wurde nicht das Recht eingeräumt, das Foto weiterzugeben. Dann bist du zwar blauäugig, es ist dir kein Vorwurf, oder vielleicht schon, aber du bist guten Glaubens, aber das nutzt dir nichts. Ein Unterlassungsanspruch wird sich auch gegen dich wenden. Das ist das Problem auch jedes Mediums, das Fotos verwendet. Also ich habe zum Beispiel einmal eine Zeitung vertreten. Der Reporter geht zu einer Familie, macht dort ein Interview. Und er hat keinen Fotografen mitgehabt, weil die Zeitung hat gespart. Und sagt, habt ihr ein Foto von euch? Ja, natürlich, wir haben ein Foto von uns. Das nehmen wir aus dem Familienalbum raus, geben wir das. Darf ich das verwenden? Natürlich dürfen sie das verwenden. Das wird in der Zeitung abgebildet. Ja, das Foto hatte ein professionelles Fotostudio angefertigt. Und dieses Fotostudio hat den Leuten, die sich da fotografieren ließen, natürlich überhaupt keine Rechte eingeräumt. Zack, hat das Fotostudio das Medium geklagt. Es hätte natürlich keinen schlanken Fuß gemacht, wenn sich das Medium jetzt die Zeitung bei den Leuten regressiert hätte. Außerdem haben die nur gesagt, das kannst du verwenden, als ob dann mit einer Garantie verbunden war, ja, wir haben die Rechte, da hätte der Profi sich selber drum kümmern müssen. Aber dass der Reporter gutgläubig war und dass seine Zeitung gutgläubig war, hat überhaupt nichts genutzt. Karl, du wolltest was sagen. Genau, und zwar, jetzt hätte man nämlich nur eine Frage zu den Persönlichkeitsrechten, aber dann haben wir die vielleicht abgeschlossen. Darf ich Fotos von Vereinsveranstaltungen, Schnuppertraining, Vereinsfest,
bei denen auch Nicht-Mitglieder zu sehen sind, auf der Homepage beziehungsweise in der Zeitung veröffentlichen? Und wie ist das mit Fotos bei Wettkämpfen, Siegerehrungen, Gruppenfotos, wo im Hintergrund andere zu sehen sind? Das ist überhaupt kein Problem, denn das ist gesellschaftlich anerkannt, dass bei solchen Gelegenheiten fotografiert wird. Das ist Öffentlichkeit, das ist auch unter den neuen Normen der Datenschutzgrundverordnung kein Problem. Um aber auf Nummer sicher zu gehen, empfehle ich allen Veranstaltern, dass sie in ihren Ankündigungen der Veranstaltung, in der Einladung und wenn man beim Tierl dort reingeht, groß sagen, es wird hier fotografiert, wir werden diese Fotos auf unserer Website verwenden und zur Bewerbung unserer Veranstaltungen. Dann weiß das auch jeder. Aber an sich sind das gesellschaftlich anerkannt, das war immer schon so und ist kein Problem. Natürlich, wenn einer sagt, ich will nicht fotografiert werden, dann ist es erstens schon mal aus sozusagen zivilisatorischen Gründen, aus Gründen des Anstands zu respektieren, aber auch aus rechtlichen Gründen. Aber sonst kein Problem. Was ich hier noch einmal beim Foto vom Herbert sagen wollte, wenn er jetzt verwendet würde vom Kanon für die Werbung, dann hätte er, weil er nicht gefragt worden ist, nicht nur einen Unterlassungsanspruch, man könnte durchaus auch darüber reden, dass er einen Entgeltanspruch hat. Denn der Herbert ist ein anerkannter Fotograf, der ist kein Nobody. Wenn man einmal in die Ramsau kommt, jedes zweite Foto, das dort irgendwo ist, in einem Prospekt, einem Katalog, einem Plakat oder so, da steht da unter Herbert Raffald. Der hat auch Marktwert. Das heißt, er könnte sogar Geld dafür verlangen, dass sein Foto unberechtigterweise verwendet wurde. Und ich muss jetzt enttäuschen, Karl, wir sind mit den Persönlichkeitsrechten noch nicht ganz fertig. Die Frage ist, wo beginnt der denunziatorische Effekt, der diffamierende, die an den Prangerstellung? Also da würde ich sagen, geht schon noch, aber wenn dieses Bauarbeiter-Dekolleté hier noch weiter runterrutschen würde, dann würde ich sagen, geht nimmer mehr. Also den Ansatz der Po-Falte zu zeigen, das ist noch nicht so schlimm. Ja, und er ist öffentlich dazu gesessen oder so. Aber wenn ihm zufälligerweise, weil er am Sitz um ein Dumm gerückt ist, die ganze Hosen runterrutschen würde und man die Hälfte seines Popos sehen würde, dann kann ich nicht mehr sagen, es war in der Öffentlichkeit. Denn Nacktheit, auch partielle Nacktheit, also speziell das, was der Amerikaner mit Private Parts umschreibt, geht nie. Es sei denn, jemand tut es explizit erlauben, natürlich. Aber das geht auch in der Street Photography nicht. Da stoßen wir an die Grenzen des Persönlichkeitsrechts. Die Frage ist, ist so ein Foto denunziatorisch? Es ist kein hübscher Mensch und drüber steht WC-Anhänger, was man irgendwie verschieden interpretieren könnte. Ich würde damit vorsichtig umgehen. Es ist immer die Frage, in welchem Kontext ich das zeige. Das war im Rahmen eines Unterkringer Volksfestes, wie es jedes Jahr im Oktober ist. Wenn ich sozusagen ein ganzes Fotobuch mache oder eine ganze Ausstellung mit Das war das Unterkringer Volksfest, dann hat es auch seinen Platz. Wenn ich nur dieses Foto herauspicke, könnte es kritisch werden. Interessant immer Amtshandlungen. Was sehen wir da? Wir sehen einen Polizisten, der anscheinend amtshandelt. Was er tut, wissen wir nicht. Es schaut relativ harmlos aus. Wir haben hier einen Musiker ganz offenbar mit einem Saiteninstrument. Was die zwei miteinander zum Reden haben, wissen wir nicht. Für einen durchschnittlichen Polizisten schaut der Musiker wahrscheinlich schon verdächtig genug aus. Ein harmloses Foto. Eine harmlose Straßenszene, der wird hier nicht als krimineller beamtshandelt, wird durch das Foto auch nicht als krimineller hingestellt, ist nicht schlimm. Anders
dieses Foto. Also da haben wir einen Menschen, der ziemlich zerstört ausschaut. Wir wissen es nicht. Ist er krank? Ist er betrunken? Dieses Foto würde ich nicht veröffentlichen, es sei denn, dass das die Vorstufe dazu ist, dass er ein paar Minuten später oder Sekunden später mit dem Gummiknüppel eine rübergezogen kriegt. Dass diese Art von Amtshandlung, wo ein Mensch misshandelt würde, ohne dass ich das der Polizei jetzt unterstellen will, aber theoretisch wäre das möglich, es gab ja solche Fälle, das darf ich natürlich dokumentieren. Wobei ich als Betroffener oder als Zugehöriger zu einem Betroffenen überhaupt eine Amtshandlung dokumentieren darf, zu Dokumentationszwecken. Ob ich diese Amtshandlung dann aber auch ins Internet stelle, das ist schon wieder eine andere Frage. Da wäre ich vorsichtig. Ja? Aber auch dieses Foto, nicht vom Polizisten her, der ja fast eher hilfreich von seiner Gestik erscheint oder sagt, was ist mit Ihnen los, kann ich helfen? Aber der Person geht es nicht gut. Ein Verunfallter, ein Besoffener, der auf der Straße liegt, das sind Situationen, die ich nicht abbilden darf und geschweige denn verbreiten darf. Natürlich gibt es Situationen, wo man schmunzelt, okay, ist kein denunziatorisches Foto, die Dame ist voll bekleidet, sie schaut nicht irgendwie beeinträchtigt aus, sie schaut gesund aus, kein Problem. Man schmunzelt vielleicht drüber, aber mehr nicht. Und das Nette ist natürlich rechts die Taube, die da auch ganz aufmerksam schaut, aber kein Problem. Ein bisschen heikler schon, wie der Mensch, der liegt, ist möglicherweise das. Der ziemlich geleerte Doppler Rotwein im Vordergrund. Heikel. Heikel, würde ich sagen. Wenn ich eine Ausstellung mit künstlerischem Anspruch über Street Photography mache, sozusagen das Straßenleben, kein Problem. In anderer Verwendung kann es natürlich schon problematisch werden. Ja? Skurrile Situationen, überhaupt kein Problem. Womit haben wir es hier zu tun? Eine Situation in einem Museum. Ich glaube, dass das ein Museumswächter war. Es war Sommer und dem war offenbar ziemlich heiß. Und der hat die Gelegenheit benutzt, sich von hinten und vorne abkühlen zu lassen. Ist eine skurrile Situation, kein Problem. Die einzige Frage, die man stellen könnte, war vielleicht Fotografierverbot in diesem Museum? Mag schon sein. Es hätte sein können, dass ein Ordner auf mich herantritt und sagt, hören Sie auf zum Fotografieren. Was sage ich, warum? Weil das in unserer Hausordnung steht. Der Hausherr hat das Recht, in seiner Hausordnung vorzusehen, was dort sein darf und was nicht sein darf. Und wenn er sagt, in unserem Haus wird nicht fotografiert, dann ist das so. Das kann auch der Konzertveranstalter sagen. Bei uns wird nicht fotografiert. Ob er es durchsetzen kann, ist eine andere Frage. Wobei, sagen wir es, ich habe auch schon ein Konzert von Keith Jarrett erlebt im Musikvereinssaal, wo Keith Jarrett am Anfang durchgeben hat lassen, er wünscht nicht, dass fotografiert wird, während er spielt. Dann fängt er an zum Spülen, hört auf und sagt, ich habe es genau gesehen, da wurde jetzt fotografiert, ich habe es gesehen oder gehört, ich höre jetzt auf, ich gehe raus und solange die Person, die hier fotografiert hat, nicht den Saal verlassen hat oder ausgeliefert wird, sozusagen, spüle ich nicht weiter. Er ist rausgegangen, einer aus dem Publikum war so empört über dieses Vorgehen und hat gesagt, das ist der Aufruf zur Denunziation, das ist eine Schweinerei, sowas will ich mir nicht weiter anhören, ich gehe, ist rausgegangen. Der Keith Jarrett hat das natürlich nicht verstanden, hat geglaubt, das war der Fotograf, war zufrieden, weil er rausgegangen ist, ist gekommen und hat weitergespielt. Abgesehen von der Skurrilität dieser Situation muss man sagen, ja, er hat das Recht, der Hausherr hat das Recht und er als darbietender Künstler hat das Recht zu sagen, es wird nicht fotografiert. Aber die andere Frage ist,
Darf ich diese Fotos dann verwerten? Ja, verwerten darf ich sie trotzdem. Wenn ich Menschen fotografiere bei der Ausübung religiöser Rituale, gar kein Problem. Wenn das in der Öffentlichkeit geschieht, darf ich es auch fotografieren. Auch Fußwaschungen, die ja auch mit Religion zu tun haben, kein Problem, geschieht in der Öffentlichkeit, darf ich. Tja, was haben wir da? Fotografieren in einem Verkehrsmittel. Jetzt weiß ich nicht, was in den Beförderungsbedingungen der Wiener Linien drin steht, ob dort ein Fotografierverbot steht oder nicht. Wenn dort ein Fotografierverbot stünde, dann könnte ein Mitarbeiter der Wiener Linien kommen und sagen, ganz auf zum Fotografieren. Er könnte aber nicht sagen, ich darf das Foto nicht verwerten. Das sind zweierlei Paar Schuhe. Die Menschen, deren interessante Beine hier fotografiert wurden, also weder das Vordergrundbein, das zweifellos das Interessantere ist, noch das Hintergrundbein, könnten aber überhaupt nichts dagegen haben, dass ich ihre Beine fotografiert habe. Die Fotos sind harmlos. Natürlich, boshaft darf man schon sein beim Fotografieren. Dieses Foto gewinnt natürlich erst einen gewissen Reiz aus der Kombination dieser beiden Herren und der Nummerntafel. Jetzt könnte man aus ganz nüchterner rechtlicher Sicht noch fragen, darf ich Nummerntafeln fotografieren? Jo, darf ich. Natürlich ist das ein persönliches Datum, aber in Gestalt der Street Photography, ich darf. Wie ist es, wenn jemand sich in Pose wirft für jemand anderen? Diese Dame hat sich nicht für mich in Pose geworfen, sondern für wen anderen. Aber ich habe das so super gefunden, ich habe da mit fotografieren müssen. Naja, kein Problem. Also erstens einmal, es ist nicht denunziatorisch, es wird niemand an den Pranger gestellt. Die interessante Frage, könnte der Fotograf sagen, ja, aber dieses Setting, der Eiffelturm im Hintergrund, und die Körperhaltung dieser Dame, das habe ich alles konstruiert. Ja, theoretisch ja. Im konkreten Fall ist das dermaßen was von banal. Nein. Wir können uns aber durchaus fotografische Settings vorstellen, die dermaßen komponiert sind, dass ich sie nicht nachkomponieren darf. Also wenn das Urheberrecht, also die individuelle gestalterische Leistung in der Komposition des Fotos liegt, dann darf ich das auch nicht noch fotografieren. Selbst wenn ich das Foto selbst mache, ja, das ist schon ein interessantes Thema. Kinderfotografie, wie gesagt, wenn es völlig harmlos ist, was anders war das schon, wenn das Kind nackert war, ja, ginge nicht. Aber hier kein Problem. Überleiten tut uns das Foto zur Architekturfotografie. Denn was sehen wir im Hintergrund? Im Hintergrund sehen wir ein Stück Le Corbusier. Ein ganz berühmter Corbusier-Bau in Marseille. Sprechen wir über Architekturfotografie. Nachher dann. Vorher, was haben wir da? Also, wir haben unsere klassische Street Photography, kein Problem, aber wir haben im Hintergrund ein Foto. Wir fotografieren dieses Foto. Dieses Foto hat natürlich einen Autor, einen Urheber, einen Fotografen. Darf ich das? Die naheliegende Antwort heißt einmal nein. Also ich rede jetzt nicht vom Fotografieren für mein eigenes Archiv, sondern natürlich dann von der Veröffentlichung dieses Fotos. Nein, denn was tue ich denn? Ich vervielfältige ein fremdes Werk. Und das Vervielfältigen ist ein dem Urheber vorbehaltenes Recht. Ich vervielfältige es, ich veröffentliche es, ich mache es zugänglich. Das Making Available übers Internet ist ebenfalls ein dem Urheber vorbehaltenes Recht. So, und jetzt kommt mein Aber. Ich darf trotzdem, denn ich kann sagen, dieses Foto hier
ist ein Werk, wo ich zwar ein fremdes Werk verwende, aber in der Gesamtwirkung tritt dieses fremde Werk in den Hintergrund. Ich verwende es nicht anstelle meines eigenen Werks, sondern ich mache es zwar zum Bestandteil meines Werks, aber es verblasst, es tritt in den Hintergrund, denn was ist das Thema dieses Fotos? Naja, man sieht ja ganz oben, das war anlässlich des Nationalfeiertags, im Vordergrund sehen wir zwei Personen, vielleicht Mutter und Tochter, ganz sichtlich mit migrantischem Hintergrund. Da tut sich eine Spannung auf zwischen Nationalfeiertag und den zwei muslimischen. Und den zwei muslimischen Migrantinnen. Dann tut sich noch einmal. Dann tut sich noch einmal eine Spannung auf zwischen dem ja auch gehighlighteten Gesicht der jungen Soldatin und mit Helm und so martialisch und den beiden Gesichtern der Damen im Vordergrund. Also da kann man sozusagen schon sagen, das hat einen gewissen künstlerischen Anspruch, dieses Foto. Und da tritt daher das verwendete Foto in den Hintergrund. Daher gilt das nicht mehr als Bearbeitung eines fremden Werks, sondern als eigenständiges Werk. Etwa nichts anderes, wenn der Arnulf Reiner ein Werk eines anderen hernimmt, das kann ein Foto sein oder was auch immer, oder ein Gemälde eines anderen, und das übermalt, dann tritt seine Übermalung in den Vordergrund. Das verwendete Werk ist vielleicht noch sichtbar. Ja, es wurde verwendet, aber im Vordergrund, und zwar im künstlerischen Vordergrund von der Wirkung her, steht das neue Werk, geht also. Da hätte ich nur kurz eine Frage, Thomas. Und zwar, wie schaut es bei einem Porträtfoto aus mit Graffiti im Hintergrund? Ja, da kommen wir hin. Okay, ja? Passt. Merkt er die Frage? Ja. So, jetzt haben wir hier, was haben wir? Wir haben zweierlei. Wir haben eine Kinderfotografie, harmlos, geht in Ordnung. Und wenn es sozusagen künstlerische Kenner unter uns geben sollte, dann haben die vielleicht erkannt, die blaue Wurst ist Teil eines Werks von Franz West. So, dieses Werk von Franz West steht im Museum für Moderne Kunst in Frankfurt. Okay, für mein Archiv darf ich es fotografieren. Darf ich das Bild veröffentlichen? Heikel, heikel. Ich würde sagen, nein. Denn die Skulptur ist ein Werk im Sinne des Urheberrechts. Der Franz West ist zwar schon gestorben, aber das Werk ist noch nicht frei, denn wann wird ein Werk frei? 70 Jahre post mortem auctoris, wie das der lateinisch geschulte Urheberrechtler sagt, also 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Noch genauer gesagt, 70 Jahre nach Beginn jenes Jahres, das auf den Tod des Urhebers folgt. Also das ist längst nicht frei, dieses Werk. Darf ich nicht? Nein. Müsste ich die Genehmigung der Rechteinhaber einholen, per Erben oder wessen auch immer. Ja? Genauso hier. Wieder die Kenner merken sofort, das ist ein Giacometti. Kein Problem mit dem Besucher im Vordergrund, der ist sowieso nicht identifizierbar. Aber das steht in einem Museum. Wenn ich dort fotografieren durfte, fein. Wenn ich nicht fotografieren durfte, auch wurscht. Jetzt kann man sagen, okay, es gibt dann einen gewissen künstlerischen Anspruch zwischen dem eher massiven Typen im Vordergrund und dem für Giacometti typischen dünnen Typen in der Skulptur. Ob das reicht, ich weiß es nicht. Was anderes ist es einer Fotografin, und ich muss natürlich zugeben, da habe ich mich schon inspirieren lassen. Also als ich dieses Foto gemacht habe, hatte ich dieses in Erinnerung, eines der berühmtesten Foto der Barbara Pflaum im Jahr 1963 aufgenommen. Wir sehen im Hintergrund eine sehr typische Plastik von Wotruba und im Vordergrund den Museumsbesucher.
Und jetzt schaut sich das Bildchen an. Das Foto ist sensationell. Also wir haben zwei Schreitende. Der vorn geht nach links, der hinten geht nach rechts. Beide haben fast die gleiche Schrittstellung. Ja. Der eine ist ganz schlank, der Asiate offenbar, der hintere ist massiv und wuchtig. Die Materialität steht in einem Spannungsfeld, die Körperlichkeit steht in einem Spannungsfeld. Also dieses Foto, da hätte sich wahrscheinlich der Wotruba oder dessen Erben gar nicht beschweren können über einen Eingriff, denn da, finde ich, steht das, was rauskommt, der künstlerische Aspekt der Fotografin, wobei man sagen muss, die Barbara Pflaum war eine der großartigsten Fotografinnen, die dieses Land jemals hervorgebracht hat, im Vordergrund. Ja. Aber da kann man wirklich was lernen bei diesem Foto. Ja. Also auch dieses Foto in Erinnerung habend, habe ich das probiert. Wobei man sagen muss, ich würde mich natürlich nicht trauen, dieses Foto zu veröffentlichen. Das dürfte ein Lehmbruck sein, da links die Statue. Natürlich ist es irgendwie nett, also beide Mal diese Händeverschränkung und auch die Beinhaltung ist fast dieselbe. Darüber habe ich mich natürlich sehr gefreut, das zu sehen. Mit der Barbara Pflaum kann ich natürlich nicht mithalten. Währenddessen, das ist harmlos. Natürlich ist das wieder in einem Museum fotografiert. Wir sehen hier die Reste von German Pop. Die Menschen sind nicht erkennbar. Ob mich das Museum fotografieren ließ oder nicht, ist wurscht. Das Foto geht natürlich rein rechtlich in Ordnung. Was ist mit dem? Also, wenn das ein Mensch wäre, der kurz davor steht, vom vierten Stock in den Abgrund zu springen, na, das Foto darf ich natürlich nicht machen. Das erinnert an diese Arschlöcher, die, excuse my French, nichts Besseres zu tun hatten, als in der Wiener Terrornacht Verletzte und Tote zu fotografieren und hochzuladen. Und es erinnert ebenso, aber ich muss mich noch einmal entschuldigen, aber man muss das sagen, an die Arschlochmedien, die nichts anderes zu tun hatten, als diese Fotos zu veröffentlichen. Das geht natürlich gar nicht. Daher ging es auch nicht, wenn das ein Wesen aus Fleisch und Blut wäre. Ist es aber nicht. Es ist ein Kunstwerk. So, nächste Frage. Darf ich dieses Kunstwerk fotografieren und veröffentlichen? Antwort, ja, ich darf. Wieso darf ich das? Die Antwort heißt Freiheit des Straßenbilds. Und die Freiheit des Straßenbilds erstreckt sich nicht nur auf die Gebäude, sondern auf jedes Werk der bildenden Kunst, das in der Öffentlichkeit angebracht wurde, mit der Absicht, dass es dort dauerhaft bleibt. Und das ist schon seit Jahren da oben am Getreidemarkt, wenn Sie es kennen, und wird hoffentlich noch viele Jahre dort oben sein. Ich finde es großartig. Ja, das darf ich. Weil Freiheit des Straßenbilds, weil es mit der Absicht der Dauerhaftigkeit dort hingestellt wurde. Ebenso im Burgenland gibt es diesen ganz großartigen Skulpturengarten, der vom Bildhauer Karl Prantl ins Leben gerufen wurde. Prantl lebt auch nicht mehr. Diese großartige Skulptur im Hintergrund ist von Prantl, darf ich natürlich fotografieren. Die Frage ist, darf ich das auch? Darf ich den Prantl sozusagen vervielfältigen und vervielfältigt in die Landschaft stellen? Ich würde meinen, ja. Was ich nicht dürfte, ist, dass ich den Stein von Prantl selbst verändere und bearbeite. Denn die Freiheit des Straßenbilds sagt, du darfst das so fotografieren, wie es ist. Du darfst Ausschnitte machen, du darfst das von Farb in Schwarz-Weiß umwandeln, aber bearbeiten darfst das nicht. Das, finde ich, ist keine Bearbeitung des Originals, sondern ich habe das Original nur ein paar Mal hingestellt. Nur wegen der Hetz, ja, nicht weil ich glaube, dass es so toll ist. Also ich glaube, dass
der jetzt viel toller ausschaut, natürlich, keine Frage, aber das darf ich schon dürfen. Schauen wir weiter zur Architekturfotografie. Das schaut ziemlich banal aus. Das Interessante dabei ist, es steht in Bratislava und der Architekt heißt Christian Ludwig. Und wenn Sie jetzt einmal kurz nachdenken, Christian Ludwig, kenne ich nicht einen Künstler, der Christian Ludwig heißt? Sie sollten ihn kennen. Er hat nur den Namen eines österreichischen Sees hinten dran gehängt, unter dem er bekannter ist, Christian Ludwig Attersee. Also, der Papa vom Attersee hat dieses Haus als Architekt geplant. Darf ich natürlich fotografieren, Freiheit des Straßenbilds, aber wir kommen gleich, weil es im Ausland steht, natürlich zu dem interessanten Thema, ist denn die Freiheit des Straßenbilds in allen Ländern gleich geregelt? Was sehen wir hier? Hier sehen wir den neuen deutschen oder Berliner Hauptbahnhof von Meinhard von Gerkan geplant und umgesetzt. Der hat dann einen ziemlich interessanten Prozess mit der Deutschen Bahn führen müssen, weil die Deutsche Bahn in seine Rechte hineingepfuscht hat und seine Planung ziemlich verändert hat, was eine ziemliche Sauerei war. Sie haben sich dann letztlich verglichen. Aber was haben wir hier? Wir haben hier zweifellos ein Werk der Architektur, also ein Werk der bildenden Kunst, davon die Architektur eine Untergruppe ist sozusagen. Wir haben eine Außensicht, kein Problem. Wie schaut es denn innen aus? Das ist ja nicht mehr Straßenbild. Also nach österreichischer Judikatur überhaupt kein Problem. Denn die österreichische Judikatur, und Sie erinnern sich, am Anfang habe ich gesagt, man versteht das Urheberrechtsgesetz nur, wenn man die Judikatur dazu kennt, sagt, von der Freiheit des Straßenbilds sind auch Innensichten erfasst, wenn sie zugänglich sind. So, wenn wir nochmal zurückschauen, der Bahnhof ist wirklich von der Straße aus fotografiert, gar kein Problem. Aber was der große Unterschied ist zwischen den Deutschen, und dort heißt es nicht Freiheit des Straßenbilds, sondern Panoramafreiheit, und der österreichischen Freiheit des Straßenbildes ist, in Österreich genieße ich als freie Werknutzung, die ja nichts anderes ist als ein Eingriff in die Rechte des Urhebers, weil an sich müsste man ja sagen, naja, der Architekt hat das geschaffen, er ist derjenige, der darüber verfügen kann, ob eine Abbildung seines Werks vervielfältigt, veröffentlicht, zur Verfügung gestellt werden darf, etc. Daher, aber es wird eingeschränkt, dieses Souveränitätsrecht durch die freie Werknutzung der Freiheit des Straßenbilds. Aber in Österreich kann ich mit einer Drohne fotografieren, mit einer Stellleiter, was auch immer, kein Problem. Was ist passiert? Im dritten Bezirk gibt es das unsägliche Hundertwasserhaus, das ja nicht nur vom Hundertwasser, sondern auch vom Architekten Krawiner, der dann leider immer unter den Tisch fallen lassen wird, errichtet wurde. Das ist in der Kegelgasse. Die Kegelgasse ist nicht sehr breit. Wenn ich das, die Front fotografieren will, habe ich dermaßen stürzende Linien, die kriege ich kaum mehr weg. Ist jemand auf die gute Idee gekommen? Er klopft an eine Tür im Wohnhaus gegenüber und sagt, geht's, darf ich bei Ihnen fotografieren? Wahrscheinlich war er nicht der Einzige, der auf die gute Idee gekommen ist. Ob der Besitzer der Wohnung und des Fensters daraus ein Geschäft gemacht hat, weiß ich nicht. Jedenfalls, da entstand ein Foto ohne stürzende Linien. Nach österreichischem Recht kein Problem. Dann wurde dieses Foto verwendet und auf ein Kopftuch oder Halstuch appliziert und gedruckt. Und dieses wurde auch in Deutschland vertrieben. Und in Deutschland gilt zwar die Panoramafreiheit, so wie wir es da am Hauptbahnhof sehen, ja, was von außen zugänglich ist, aber mit der Einschränkung, nur was wirklich von der Straße aus zu sehen ist, nicht unter Zuhilfenahme besonderer Hilfsmittel, also Hubschrauber, besondere Leitern oder Überwindung von Hindernissen. Das heißt, das Foto von der Wohnung aus gegenüber war nach deutschem Recht unzulässig. Und daher haben die Rechteinhaber, die Inhaber der Rechte Hundertwassers in Deutschland gegen dieses Halstuch vorgehen können.
Wieso jetzt in Deutschland? Wir haben doch vom österreichischen Urheberrecht geredet. Ja, aber ein Grundsatz des Urheberrechts ist es, dass jenes Recht zur Anwendung kommt, das am Ort der Verletzung gilt. Und wenn ich das Halstuch in Deutschland vertreibe, dann findet die Verletzung in Deutschland statt. Also deutsches Urheberrecht, deutsche Panoramafreiheit, einschränkend. So, aber in Österreich, Innensicht, problemlos. Was haben wir hier? Ein Werk der Zaha Hadid befindet sich am Campus der Wirtschaftsuniversität, ist zweifellos eine Innensicht. Kein Problem, ist öffentlich zugänglich. Der oberste Gerichtshof hat die Freiheit des Straßenbilds so weit erweitert, dass ich auch diese Innensicht problemlos fotografieren kann und verbreiten. Natürlich gilt das auch für einzelne Objekte. Wiener, aufgepasst, wer erkennt es? Gänsehäufel. Das Gänsehäufel ist ein Werk der Architekten Fellerer und Wörle. Auch dieser Uhrturm hier, ja, ist natürlich ein Werk der Architektur, aber natürlich Freiheit des Straßenbilds. Naja, und da haben wir jetzt die Kombination aus Architektur und peinlicher Situation. Die Architektur dürfte kein Problem sein. Wir können annehmen, dass die Architekten dieses Hauses seit mehr als 70 Jahren tot sind. Aber was wir hier sehen, ist ein Einblick in das Privatleben von Personen eigentlich. Naja, sehr privat ist es nicht mehr. Es ist schon ziemlich öffentlich, muss man sagen. Und sehen tut man eigentlich auch nichts, nicht wirklich was. Und es ist vor allem öffentlich sichtbar. Was anderes ist es allerdings, da gab es jetzt da einen Politiker, der ziemlich in die Schlagzeilen kam, angeblich soll er Kokain genossen haben. Da gab es ein Video auf einer spanischen Insel und dann gab es bei ihm zu Hause, glaube ich, eine Hausdurchsuchung und dann gab es Fotos und dann fand ein Foto seines Kleiderschranks, glaube ich, in die Medien. Und dagegen konnte er rechtlich vorgehen, denn Innenaufnahmen von Teilen der Wohnung berühren den sehr privaten Bereich einer Person und sind auch ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Also da muss man aufpassen. Ohne Zustimmung private Teile der Wohnung, also eben Teile der Wohnung zu fotografieren und zu veröffentlichen, geht nicht. In dem Fall würde ich aber sagen, war das nicht mehr sehr privat, sondern für die gesamte Öffentlichkeit sichtbar, kein Problem. Außerdem haben die Leute wahrscheinlich andere Sorgen gehabt. Also, wie ist es, wenn das Betreten eines Geländes verboten ist? Darf ich trotzdem, natürlich darf ich nicht hingehen, aber was ist, wenn ich es trotzdem tue und dort herumfotografiere? Also vom Urheber, vom fotografischen Standpunkt her, kein Problem. Natürlich kann er mit die verjagen, aber sie werden mir nicht verbieten können, die Fotos zu verwenden. Und da haben wir jetzt noch einmal den Eiffelturm im Blick, weil ich dazu was Bestimmtes erzählen wollte. Es gibt ein interessantes Urteil. In der Nacht wird der Eiffelturm beleuchtet. Und zwar nicht irgendwie so fad, eine Viertelstunde weiß, eine Viertelstunde grün, eine Viertelstunde gelb, sondern da gibt es ein ganz kompliziertes Programm. Also da gibt es eine Lightshow, die sich an dem Eiffelturm entfaltet. Und diese Lightshow ist ein Werk im Sinn des Urheberrechts. Und dann gibt es Leute, die das filmen. Und wenn die das dann ins Internet stellen, dann haben sie ein urheberrechtliches Problem, weil sie eben dieses Werk im Sinn des Urheberrechts vervielfältigt bzw. veröffentlicht und der Öffentlichkeit via Internet zur Verfügung gestellt haben.
Also, das war interessant, also der Eiffelturm, der ist im Chat schon richtig, da geht schon richtig ab. Und zwar, es war der Wolfgang hat geschrieben, man darf im Prinzip, also die Frage war, man darf alles fotografieren, man darf es nur nicht veröffentlichen oder nur, wenn halt sozusagen die Veröffentlichung möglich ist. Und das zweite war noch Stichwort Panoramafreiheit in unterschiedliche Länder. Ja, also es gibt zwar ein Urteil des Obersten Gerichtshofs, wo in einem Fall sogar das Fotografieren verboten wurde. Dieses Urteil ist ziemlich kritisiert worden. Das heißt, wenn nachweisbar ist, dass ich das Foto schon sozusagen in denunziatorischer Absicht überhaupt angefertigt habe, dann kann man sogar über Fotografierverbot reden. Es wird aber die Ausnahme bleiben. Aber das Kritische ist nicht das Fotografieren, sondern das Kritische ist das Veröffentlichen. Wenn ich das in einer kleinen Fotogruppe mit geschlossenem Nutzerkreis im Internet mache, ist es kein Problem. Wenn ich das aber auf Facebook stelle und dort habe ich meine 200 Freunde, die ich natürlich alle nicht so persönlich kenne, wo nicht so ein enges persönliches Naheverhältnis ist, dann bin ich schon in der Öffentlichkeit. Und dann muss ich darüber nachdenken, ob ich das Recht hatte zur Veröffentlichung. Was war das zweite Quadl? Ja, das zweite war eben diese Geschichte mit der Beleuchtung vom Eiffelturm, die haben wir schon. Ja, genau. Und dann hat der Martin hat eine interessante Geschichte geschrieben. Bei einer Bildbearbeitung fiel mir ein Foto auf dem ein Kirchenbesucher ein T-Shirt anhatte, auf dem stand No Photo Please. Ich habe es nicht veröffentlicht, fand aber die Idee mit dem T-Shirt lustig. Ich glaube, das sagt ja schon alles. In solchen Fällen würde ich halt sagen, ich respektiere es und denke über den rechtlichen Aspekt nicht nach. Ja? Wenn es weiter fortgeht, würde ich sagen, wenn es in einer völlig harmlosen Situation ist, kein Rechteeingriff. Also ich kann einen Rechteeingriff nicht dadurch konstruieren, dass ich sage, ich definiere jetzt etwas als Rechteeingriff. Ob etwas ein Rechteeingriff ist oder nicht, ist dem positiven Recht, also das, was im Gesetz steht, zu entnehmen und nicht einem Leiberl. Der Thomas schreibt noch, in Deutschland sind Regierungsgebäude urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht fotografiert werden. Ist wie in Paris, ob da eine Genehmigung erforderlich ist, ist teilweise verwirrend. Also erstens einmal ist das nicht richtig. Urheberrechtlich geschützt ist jegliches Gebäude, weil außer es ist ein 0815 Kisten, aber sobald etwas einen sozusagen, wie man im Urheberrecht sagt, ästhetischen Überschuss ausweist, also sobald etwas eine individuelle Gestaltung aufweist, die über die bloß technische Lösung hinausgeht, ist es natürlich einmal ein Werk der bildenden Kunst und daher urheberrechtlich geschützt. Auf den Verwendungszweck kommt es überhaupt nicht an. Ob das ein Bahnhof ist oder ein Stall, ein privates Wohnhaus oder ein Regierungsgebäude, völlig wurscht. Das ist das Erste. Das Zweite ist, Urheberrechte verjähren sozusagen oder die Rechte sind weg. Ein Werk wird frei, wie gesagt, 70 Jahre nach Tod des Urhebers. So, natürlich mag es Sondergesetze geben, wo aus irgendwelchen Sicherheitsgründen man etwas nicht fotografieren darf. Das kann schon sein. Das können militärische Anlagen sein beispielsweise. Aber es wird mir niemand verbieten können. Und ich bin überzeugt davon, es gibt kein deutsches Gesetz, das mir sagt, ich darf den Reichstag nicht fotografieren oder ich darf die Villa Hammerschmidt nicht fotografieren oder irgendwelche Ministeriengebäude. Das glaube ich einfach nicht. Interessant allerdings, apropos Fotografieren des Reichstags, wer sich erinnern kann, Christo hat Ende der 90er Jahre oder in der zweiten Hälfte der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts den Reichstag eingepackt. So, was ist das jetzt? Erstens einmal zweifellos bildende Kunst. Gut. Zweitens, nicht auf Dauer.
in die Öffentlichkeit gestellt, sondern sind per Definition die Werke von Christo, also seine diversen Verpackungen, ja vorübergehend. Jetzt hat jemand eine Medaille oder Münze aufgelegt, auf die er den eingepackten Reichstag geprägt hat. Zack, hat ihm der Christo auf die Finger gehauen, weil er das nicht durfte. Das war eine Verwertung des Werks von Christo, die ihm nicht zugestanden ist. Also muss man schon aufpassen, bevor man an solche Verwertungen geht, sich die Rechtslage genau anzuschauen. Und jetzt, lieber Karl, kommen wir endlich zu deinem Graffiti. Also ich würde sagen, ein Graffito ist etwas, das von der Absicht des Malers, nennen wir ihn einmal so her, auf Dauer stehen bleiben soll. Die erste Frage ist, ist es ein Werk im Sinn des Urheberrechts? Also nicht jede Schmiererei auf einer Wand ist ein Werk im Sinn des Urheberrechts. Ich brauche schon eine gewisse Individualität, einen gewissen Anspruch. Hier würde ich schon sagen, ja, kann man schon drüber reden, dass das ein Werk im Sinn des Urheberrechts ist. Es ist ganz zweifellos, also dem Urheber war das am liebsten, wenn das für eine halbe Ewigkeit dort steht. Irgendwann wird es weg sein. Das ist auf dem Gelände des ehemaligen Nordbahnhofs in Wien. Da ist vielleicht jetzt schon nicht mehr zu sehen, wahrscheinlich. Das ist halt Schicksal. Aber von der Absicht her war es auf Dauer kein Problem. Was anderes ist es, wenn ich jetzt einen künstlerischen Straßenmaler habe, der mit Kreide, mit Tafelkreide etwas aufs Pflaster malt. Na, beim nächsten Regen ist das weg. Da kann ich nicht mehr davon sagen, das war nicht einmal seine Absicht, denn der hat das schon im Bewusstsein hingemalt, dass das nicht auf Dauer sein wird. Keine Freiheit des Straßenbilds. Natürlich, auch das hier ist mittlerweile nicht mehr zu sehen. Smash into pieces in the peace of the night. Steht auf der Hinterseite auf Englisch. Ist ein Kunstwerk, schon vom Text her, ist jetzt nicht mehr zu sehen, aber es war lange, lange Jahre zu sehen, in der Absicht, auf Dauer dort zu sein, Freiheit des Straßenbildes. Jetzt kann man natürlich darüber reden, es gibt ja nichts Originelleres als die Firmenbezeichnungen von Friseuren, ob das jetzt GmbH ist oder was auch immer. Auch die vier Haareszeiten, auch wieder in der Ramsau, muss man sagen. Also die Ramsau ist ja eine Fundgrube für die Fotografen, ganz offenbar. Jetzt kann man sagen, okay, vier Haareszeiten ist vielleicht ein Werk im Sinne des Urheberrechts. Okay, ist aber auf Dauer dort angebracht, kein Problem. Nur, wenn jetzt jemand hergeht, auf die gute Idee kommt, ebenfalls in der Ramsau, in der Dachsteingegend einen Friseurladen aufzumachen und auch vier Haareszeiten zu nennen, na dann wird er ein Problem mit dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb bekommen. Und vielleicht hat der Friseur, war er so schlau und hat sich das sogar als Marke eintragen lassen. Aber ich verwende es ja nicht Marken einzeichnend, kein Problem. Nicht alles, was auf einer Wand steht, ist urheberrechtlich geschützt. Aber wenn sich jemand drüber ärgert, kein Verwertungsverbot. Wie ist es eigentlich mit Zitaten aus einem Film? Also das ist wohl eines der berühmtesten Zitate aus einem Film. Sie werden es vielleicht erkannt haben. Der Film heißt Der unsichtbare Dritte, North by Northwest von Hitchcock, und Cary Grant wird ziemlich schnell im Kukuruzfeld landen, um vom attackierenden Flugzeug sich in Sicherheit zu bringen. Darf ich das zitieren aus einem Film? Naja, wenn ich ein Filmwissenschaftler bin, ja. Wenn ich eine Werbung mache und ich weiß nicht, und dazu drunter schreibe, selbst in kritischen Situationen immer gut angezogen mit Anzügen von Post oder was der Teufel was, na, geht sicherlich nicht. Also, Zitat kommt immer darauf an,
verwende ich das Zitat quasi als Fußnote, als Belegstelle, weil ich mich damit auseinandersetze, um etwas zu erklären, dann geht's. Das kann ein Musikzitat sein, ein literarisches Zitat, ein Fotozitat, ein Filmzitat. Wenn ich es verwende als Ersatz für eigene Leistung, na, dann geht's nicht. Und wenn, und jetzt bitte ich natürlich um besondere Aufmerksamkeit. Was sehen Sie da links? Können Sie sich erinnern an das Krügel, das ich am Anfang gezeigt habe? Da ist es. Das ist der letzte Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Und die haben dasselbe Krügel in der Hand aus Mexiko wie ich. Natürlich, wenn ich jetzt eine Geschichte schreibe, einen quasi fast wissenschaftlichen Aufsatz über die Verwendung von Tongeschirren in Mexiko, dann kann ich als Belegstelle das bringen und sagen, sogar im jüngsten Tarantino kommt es vor, das geht. Aber wenn ich das verwende als Illustration einer Schnapswerbung oder was auch immer, dann geht's nicht. So, ich bin durch mit meinen Fotos, Ende meiner Präsentation. Aber es gibt noch eine Reihe von Fragen. Jetzt muss ich nur schauen, wie ich da wieder rauskomme. Beende meine Bildschirmpräsentation. Also es war eine interessante Frage, und zwar, wie das ist auf einer Webseite von einem Fotografen. Ich sagte das gleich nochmal. Und zwar, ist es üblich, bei der Eröffnung einer eigenen Homepage einen Passus über Terms und Conditions zu veröffentlichen, um Eigentumsrechte und Nutzungsrechte an den veröffentlichten Bildern festzuhalten? Was sollte da unbedingt stehen? Naja, da muss gar nichts stehen, weil entweder ich habe Rechte oder ich habe sie nicht. Ja? Weil ich möchte jetzt nur gerade schauen, wie ich meine Sitzung wieder aufkriege. Ich kann da das machen, ich kann da die Freigabe beenden und dann haben wir das schon wieder in deiner ganzen Größe. Sehr gut. Sehr fein, danke vielmals. Es muss dort gar nichts stehen. Es ist natürlich aus pädagogischen Gründen nicht schlecht, hinzuschreiben, alles auf dieser Website ist urheberrechtlich geschützt, etc., bla bla, Verwendung nur mit ausdrücklicher Zustimmung. Aber notwendig ist es nicht. Denn ich kann ja nicht Rechte dadurch schaffen, dass ich etwas als Urheberwerk im Sinne des Urheberrechts definiere. Entweder etwas ist ein Werk im Sinne des Urheberrechts oder ist es nicht. Ich kann sagen, ich gebe es frei. Das schon. Also Sie werden bei Unternehmen einen eigenen Menüpunkt finden, Presse oder Ähnliches, und dort werden Sie Fotos finden, der Mitarbeiter oder des Vorstands oder whatever, auch auf unserer Website, wo wir extra Fotos zur Verfügung stellen für Presseverwendung. Und wenn der Oliver für unsere Kanzlei Fotos gemacht hat, dann habe ich mit ihm natürlich vorher abgesprochen, dass ich, wenn jetzt einer von uns ein Seminar hält und der Seminarveranstalter braucht ein Foto für seinen Folder oder jemand hält einen Vortrag und braucht dazu ein Foto, dann, dass das für Presseverwendung erlaubt ist. Ja, das ist eine zusätzliche Freigabe. Aber umgekehrt ist sowieso das, was ein Werk im Sinne des Urheberrechts ist, sowieso geschützt. Aber also ich würde da vielleicht noch ganz... das hinzuschreiben. Ja, also ich glaube, dass der Andreas das ein bisschen falsch verstanden hat, und zwar, es gibt diese Cookie-Richtlinie, aber auf das möchte ich jetzt nicht eingehen. Wir werden einmal in einer der nächsten Sendungen jemand von einer Webagentur einladen, der das genau erklärt. Und der Martin Ziegler schreibt, ich bin aus der WU schon hinausgeworfen worden, weil ich keine Fotografieerlaubnis hatte. Und zwar, das kann ich beantworten. Hausrecht. Ja, aber das, wie gesagt, genau, das hat nichts mit Urheberrecht zu tun, sondern ist eine Frage des Hausrechts. Das ist genau das, was ich vorher anhand der Museen gesagt habe. Ne? Aber nur nebenbei, ich würde mir niemand von einer Webagentur einladen, sondern ich würde mir jemanden einladen, der auch in rechtlicher Hinsicht weiß, wovon er redet. Da können wir dann später noch drüber reden. Ja, wunderbar. Dann habe ich dann noch Fragen. Darf man Bilder und Artikel von Wikipedia posten?
Jetzt ist einmal die Frage, was heißt posten? Wenn ich nur einen Link zur Verfügung stelle, so nach dem Motto, schau dir das an, da ist der Link, dann ist das überhaupt kein Problem. Ein Link ist ja nichts anderes als ein Wegweiser, wo jemand sagt, dort findest du etwas. Heikler wird's beim sogenannten Framing. Also wenn ich fremde Inhalte derart auf meine Website einbaue, dass für den User nicht mehr erkennbar ist, dass er in Wahrheit jetzt schon auf einer fremden Website ist. Er glaubt, er ist immer noch bei mir, auf meiner Website. In Wirklichkeit ist er schon woanders, aber in meinem Frame. Und das geht nicht. Also Framing ist gefährlich. Link ist ungefährlich. Gefährlich kann Verlinken dann werden, wenn ich auf eine Zielseite gehe, wo es rechtswidrige Inhalte gibt und ich mich mit diesen Inhalten identifiziere. Also in den Frühzeiten des Internets sind sie ja alle Leute gut vorkommen, wenn sie auf ihrer eigenen Website Links zu Zeitungen und ich weiß was ich was gesetzt haben. Mittlerweile ist das ja schon abgekommen. Jetzt setzt man nur mehr Links wirklich zu speziellen Zielseiten. Aber wenn sich auf dieser Zielseite dann zufällig einmal was Rechtswidriges befindet, na, dann kann der, der den Link dorthin gesetzt hat, natürlich nicht dafür verantwortlich gemacht werden. Es sei denn, es geht aus dem Kontext seiner Linksetzung hervor, dass er sich gerade mit diesem rechtswidrigen Inhalt dort identifiziert. Dann geht's nicht. Ja, und wenn ich jetzt aufgefordert werde, etwas zu teilen, da kam die Frage, mein Aufstehen für eine bestimmte Kampagne geworben und hat diese Kampagne mit einem Stockfoto illustriert. Wenn ich etwas teile, was heißt das? Dann ist das die Frage, ist das eine Vervielfältigung? Ich leite es weiter. Ich glaube nicht, dass das eine Vervielfältigung ist. Ich tue ja nur einen Zugang noch für andere Leute quasi als Wegweiser schaffen zu etwas, was eh schon im Netz ist. Würde ich unproblematisch sehen. Darf ich YouTube-Videos in Facebook verlinken? Also noch einmal, die bloße Linksetzung ist unproblematisch. Ja? Ich mache auf etwas aufmerksam. Wenn ich allerdings es frame, dann ist es heikel. Ja? Jetzt schaue ich, was ich noch. Die Veranstaltung Sichten-Wirbelstoff. Ich glaube, also mit den Fragen, glaube ich, die haben wir im mittlerweile eigentlich alle durch. Ja, gut. Hast du sonst noch Fragen im Chat, Karl? Nein, wir haben jetzt eigentlich alles beantwortet. Das Thema Eiffelturm haben wir, glaube ich, auch jetzt abgehandelt zur Genüge. Und da habe ich jetzt auch noch Links gepostet dazu. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, schon an der ersten Fotocafés diese ganzen Dinge rauszusuchen. Ich werde das jetzt nochmal verlinken. Ich habe nämlich da mal so ein Dokument erstellt, wo die ganzen Links drinnen waren zu diesen verschiedenen Genehmigungen, die es da in Europa gibt, zu den wichtigsten. Von Gebäuden und von touristischen Zielen. Ja, dann sage ich einmal, Thomas, herzlichen Dank, das war super spannend. Wir haben jetzt einen neuen Rekord. Moment, ja. Ich habe ganz was Wichtiges noch vergessen. Ja. Wer sich mit dem Urheberrecht näher beschäftigen will, jetzt muss ja schon noch eine Eigenwerbung nachschießen, bitte hier, ja, Urheberrecht für die Praxis, ein Buch, das ich gemeinsam mit Kanzleikollegen geschrieben habe, kommt ohne Fußnoten aus, oder? Nein, hat Fußnoten drinnen, das dann für die, die sich näher mit etwas beschäftigen wollen, ist aber, wie der Titel schon sagt, für die Praxis geschrieben, mit dem Anspruch, verständlich zu sein. Also wer sich näher mit urheberrechtlichen Fragen auseinandersetzen will, hier im Verlag Österreich erschienen. So, das war die Eigenwerbung. Also Thomas, ich habe mir schon erlaubt, also diesen Link von deiner Webseite im Chat zu teilen, vom Buch, und dann nochmal die Adresse der Kanzlei, wenn jemand einmal Bedarf hat, dann man weiß ja nie. Ja, danke. Also dann sage ich mal vielen herzlichen Dank. Also wir haben jetzt einen neuen Rekord aufgestellt, aber das war so spannend. Es sind auch alle geblieben. Und dann würde ich jetzt einmal den Oliver bitten,
mit dem letzten Punkt, mit der Photoshop-Challenge zu beginnen. Ja, einen Moment einmal, ich gebe euch jetzt nur meinen Bildschirm frei. So. Seht ihr meine Maus kreisen? Jetzt in meine Maus kreisen, kurzer Feedback. Ja, ja, sehen wir. Okay, ja, sehr gut. Ja, vielen Dank nochmal an die vielen Vorträge, die wir heute schon gehabt haben, waren irrsinnig spannend. Ich habe heute natürlich viele Beispiele vorbereitet, aber ich fasse mich jetzt ganz kurz und möchte nur ganz kurz ein Beispiel vorzeigen. Und zwar, jetzt haben wir ja Adventzeit und da hätte man ja zum Beispiel die Idee, dass man sagt, man hat ein schönes Bild und möchte dann eine Weihnachtskarte basteln. Ja, und da habe ich schon dieses Bild. Und damit man halt jetzt eine Fläche für einen Text hat, sollte man als erstes einmal die Arbeitsfläche ein bisschen größer machen. Ich tue jetzt da nur das rauslöschen, ziehe das jetzt einmal auf da mit dem Freistellenwerkzeug. Das ist jetzt das Bild. Und jetzt ziehe ich es einfach doppelt so hoch auf, dass ich sage, ja, ungefähr so. Jetzt habe ich sozusagen auf der rechten Seite der Arbeitsfläche das Bild und links jetzt die Fläche, wo ich sage, da könnt ihr jetzt einen Text hinschreiben oder eine Grafik reinbasteln. Naja, da haben wir jetzt im Moment noch überhaupt keine Information. Das heißt, als nächsten Schritt, jetzt muss ich nur da das wegtun, dass ich zu meinen Ebenen komme. Ja, bin schon wieder da. Okay, ich lege meine leere Ebene an. Nehmen wir da die Pipette, weil mit der Pipette kann ich Farben aus einem Bild aufnehmen und nehmen wir jetzt da am Rand von diesem Bild dieses Blau auf. Einmal linke Maustaste und ihr seht, die Vordergrundfarbe in Photoshop hat jetzt genau dieses Blau. Pinsel, schöne große Werkzeugspitze. Und dann malt man sich das einmal da so auf. Und jetzt da, was jetzt zum Rand hinkommt, mache ich mir jetzt die Pinselspitze ganz eine weiche Kante, damit ich dann da einen sehr homogenen Übergang geschaffen habe. Ja, passt gut. Wenn man das Ganze jetzt aber ein bisschen vergrößert, sieht man, da zum Beispiel habe ich noch diese Struktur von diesem blauen Fotogrund zu sehen und hier ist aber ganz homogen, synthetisch blau und keine Struktur. Das wird ein bisschen auffallen. Daher müssen wir jetzt da unsere Spuren ein bisschen verwischen. Ich mache mir jetzt nur kurz eine Kopie von allen Ebenen, die ich bis jetzt gemacht habe. Das ist jetzt da die Ebene 2 und lege jetzt über dieses gesamte Bild ein Rauschen. Mit diesem Rauschen kann ich dann da diese Bearbeitungsspuren, die jetzt noch da zu sehen sind, ein bisschen verwischen. Also Filter, Rauschfilter, Rauschen hinzufügen. Ja, so circa bei 10 Stärke, man sieht es eh da in der Vorschau und auch da im Bild. Ja, jetzt habe ich meine Spuren verwischt und jetzt ist das homogen. Was ich natürlich nicht möchte, ist, dass dieses Rauschen da über der porträtierten Person ist. Naja, dann legen wir uns einfach eine Maske an, nehmen unseren schwarzen Pinsel, 100% Deckkraft und dann da auf dieser Rauschebene da kurz das Model wieder ausblenden. Ja, gut, dann hätten wir das jetzt einmal. Jetzt ist einmal eine Weihnachtskarte sozusagen fertig. Naja, wenn ich jetzt dann zu einem Copyshop gehe, der wird das meistens in einem Standard A4-Format dann ausdrucken. Naja, jetzt muss ich halt das Ganze noch ein bisschen duplizieren, damit ich mir mehrere Weihnachtskarten gleich auf so ein A4-Blatt drucken kann. Naja, da habe ich mir schon vorher im Freistellwerkzeug ein A4-Vorschau angelegt. Also wenn ich das jetzt anklicke, ihr seht eh, A4 hat 210 mal 297. Jetzt ziehe ich einfach die Arbeitsfläche so weit auf. Jawohl. Und jetzt habe ich das A4-Format, wo ich dann in einem Copyshop super das ausdrucken kann. Naja, und jetzt muss ich mir nur noch, da habe ich mir schon vorher eine Kopie gemacht, mache ich mir jetzt noch einmal eine Kopie und ziehe mir das jetzt runter. Ja, und habe schon mal zwei. Ja, jetzt werde ich da natürlich da irgendwo mit einem Stanley-Messer dann das cutten müssen nach dem Druck. Ja, damit ich dann da herum eine bessere Orientierung habe,
die haben wir dann auf seine Mark gesetzt. Also das heißt, ich fahre jetzt da einmal runter, jetzt habe ich da so einen ganz zarten Spalt. Und wenn ich mir da jetzt mit dem Linienzeichenwerkzeug nur da kurz eine Linie einbaue, dann habe ich mir da eine Schnittmarke gesetzt. Ja, und jetzt, wenn der Druck dann fertig ist, die ist eh hauchdünn, kann ich da super mit dem Stanley-Messer dann genau den Schnitt setzen. Da rüben habe ich eh die Markierung vom Porträt. Ja, und jetzt muss ich mir nur noch das nächste runterkopieren und das nächste runterkopieren. Und jetzt könnte man das in einem Copyshop wunderschön farblich glänzend ausdrucken, nachher mit einem Stanley-Messer beschneiden. Und ich habe 4 schöne Weihnachtskarten zum Beispiel mit meinem eigenen Bild produziert. Ja, wer das gerne machen möchte und noch kreativ sein möchte, da möchte ich jetzt kurz auf die Photoshop-Übungsstunde hinweisen, kommenden Mittag ab 19 Uhr. Da werden wir dann aus unseren eigenen Bildern kreative Weihnachtskarten bauen. Also wer sich da noch anmelden möchte, auf der Homepage von der Wiener Fotoschule findet ihr da unter Webinare dieses Online-Training. Also dann würde es mich freuen, wenn wir uns am Mittwoch wieder beim Basteln von Weihnachtskarten mit Photoshop sehen. Und ich gebe wieder zurück nach Wien zu Karl ins Studio. Ja, mein Oliver, herzlichen Dank. Ich werde da mal die geschwind ausblenden. So, jetzt muss ich nur schauen, wie ich da selber wieder ins Ding komme. Zur Info noch, ich habe heute noch mehrere Beispiele vorbereitet, aber weil es heute schon so lang war, werden wir die das nächste Mal dann zeigen, Karl. Ja, das ist super, Oliver. Danke. Also ich möchte mich jetzt einmal ganz herzlich bedanken für euer Sitzfleisch, aber ich finde, das war heute eine super spannende 20. Folge. Und jetzt nur eine kurze Vorschau auf die nächsten beiden Fotocafés. Wir haben jetzt am 6.12. das Thema Fotobuch. Der Norbert Kopf und der Enrico Fabiani wird die Fotobuchsoftware präsentieren und der Norbert Kopf, der sehr viele hochwertige Fotobücher präsentiert, wird also die Vorgehensweise, wie er so ein Fotobuch konzipiert, erklären. Und am 20.12. ist der Marc Graf und die Christine Sonvilla, das sind unsere Naturfotografen, die der eine oder andere kennt, Gäste. Und die beiden haben heuer also eine Arte-Produktion gemacht, arbeiten gerade in einem Universum, haben National Geographic publiziert und der Marc hat im Oktober wieder den World Wildlife Photographer of the Year vom British Museum of Nature and History bekommen. Also wir werden da ein ausführliches Gespräch mit den beiden haben, die werden uns Fotos zeigen. Also wird sicher wieder eine ganz spannende Geschichte. Vielen Dank fürs Dabeisein. Die Themen für die Bildbesprechung werden wir jetzt in den nächsten Tagen veröffentlichen. Und wir freuen uns schon wieder, wenn wir uns hören. Vielen Dank auch an meine Gäste. Ciao. Ciao. Ciao.